Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 2a bis 2f sowie die Zusatzpunkte 4 und 5. Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Errichtung eines Sondervermögens Aufbauhilfe 2021 und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze sowie Beratung von weiteren Vorlagen zur Aufbauhilfe, zum Bevölkerungsschutz, zum Klimaschutz sowie zum Katastrophen- und Hochwasserschutz. Ich bitte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, soweit das bisher nicht geschehen ist, nun Platz zu nehmen. Oder wenn Sie bedauerlicherweise an der folgenden Debatte nicht teilhaben wollen, dann den Plenarsaal zu verlassen und den Geräuschpegel jetzt hier zu senken. Ich werde hier nicht fortfahren, bevor sich nicht die Diskussionsgruppen hinter den Reihen der SPD-Fraktion, der Unionsfraktion und auch hier auf der rechten Seite des Hauses aufgelöst haben. Und bei den Linken in den Reihen, das finde ich besonders enttäuschend, dass diese Fraktion nicht auf mich hört. So ist es bitte möglich, jetzt dort hinten die notwendige Aufmerksamkeit herzustellen. Von hier vorne ist deutlich zu erkennen, dass für diejenigen, die sich hier im Saal befinden, durchaus auch noch Sitzplätze vorhanden sind. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesminister Olaf Scholz. Frau Präsidentin, meine verehrten Damen und Herren, wir kommen heute zusammen, um über drei große Herausforderungen zu sprechen, die uns miteinander bewegt haben. Die Corona-Pandemie, wo wir heute Beschlüsse zu fassen müssen, das furchtbare Geschehen in Afghanistan, über das wir eben so lange gesprochen haben, und natürlich auch und erneut und richtigerweise über die Frage, wie wir mit der schlimmen Katastrophe umgehen und was wir tun im Hinblick auf die Hochwasserschäden, die weite Teile unseres Landes betroffen haben. Die Bilder, die viele Bürgerinnen und Bürger gesehen haben von den Zerstörungen, die in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und auch in kleinen Teilen in Sachsen stattgefunden haben, sind schlimm. Schlimmer sind noch die Zerstörungen, wenn man sie real vor Ort sieht. Schlimm ist, was wir an menschlichem Leid erfahren mussten. Viele sind gestorben. Und das Leid der Angehörigen, die ihre Liebsten verloren haben, das muss gesagt werden, das Leid können wir nicht lindern und wir können auch nicht trösten. Für uns ist aber wichtig, dass wir jetzt und an dieser Stelle das tun, was wir tun können, nämlich Solidarität zeigen, dafür sorgen, dass denen geholfen wird, denen jetzt geholfen werden kann, denjenigen, die ihre Häuser zerstört worden sind, den Gemeinden, den Landkreisen, den Ländern, die große Zerstörung an der Infrastruktur sehen und wieder beheben müssen, dass wir alles dafür tun und alle finanziellen Mittel einsetzen, damit wieder aufgebaut werden kann, was zerstört worden ist. Und genau das ist das, was wir heute beraten. Es ist schnell gehandelt worden mit der Soforthilfe, die der Bund mit den Ländern vereinbart hat. Und jetzt geht es um den
Wiederaufbau, all das, was zerstört worden ist. 30 Milliarden Euro werden es sein, 2 Milliarden vermutlich für die Infrastruktur des Bundes, 28 Milliarden für all die anderen Zerstörungen, über die ich eben gesprochen habe. Ich finde, das ist ein ganz beeindruckendes Zeichen der Solidarität. Ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität, das wir hier gemeinsam als gesamter Staat setzen, weil wir sagen, das ist keine Angelegenheit all derjenigen alleine, die jetzt mit dieser Herausforderung zu kämpfen haben. Es ist eine Angelegenheit des ganzen Landes, und wir stehen an dieser Stelle zusammen. Es ist auch bewegend zu sehen, wie viel Solidarität gezeigt worden ist von vielen, die unmittelbar vor Ort geholfen haben. Von der Feuerwehr, vom Technischen Hilfswerk, der Bundeswehr, die einen großen Einsatz gezeigt hat, aber selbstverständlich auch vielen, vielen Bürgern und Bürgern, die einfach vor Ort angekommen sind und versucht haben, irgendwie zu helfen. Und dass wir dieses große und starke Zeichen der Solidarität sehen, das ist auch eine ermutigende Botschaft für die Zukunft unseres Landes. Denn es ist eben doch anders, als manchmal immer wieder gesagt wird. Wir sind zur Solidarität, wir sind zum Gemeinsamen und wir sind zum Miteinander fähig und willens. Das zeigen die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes bei der Bekämpfung dieser Katastrophe. Und wenn wir jetzt diese Katastrophe aufarbeiten, wenn wir dafür Sorge tragen, dass wir all das tun, was notwendig ist, damit Zerstörtes wieder instand gesetzt werden kann, dann müssen wir natürlich auch darüber diskutieren, was das für uns ansonsten bedeutet. Denn eins ist ganz klar: Diese Katastrophe, dieses Unwetter, dieses Starkwetterereignis, dieses Hochwasser, das ist auch eine Folge des menschengemachten Klimawandels, und es kann an dieser Stelle nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Wir müssen den menschengemachten Klimawandel bekämpfen. Das ist eine globale Herausforderung. Und deshalb werden wir weltweit zusammenarbeiten müssen. Ich bin sehr froh darüber, dass das Bundeskabinett heute ein Zeichen gesetzt hat, indem es gesagt hat, wir wollen diese Zusammenarbeit stärken, indem wir alle einladen, teilzuhaben an einem Klimaclub, indem wir gemeinsam unsere Anstrengung verstärken, dass wir diesen menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Aber wir werden es auch mit unserer Politik hierzulande hinkriegen müssen, indem wir dafür sorgen, dass investiert wird, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien mit dramatischem Tempo vorantreiben, dass wir mehr Windkraft auf hoher See an Land und Solarenergie bekommen, ein leistungsfähigeres Stromnetz, damit es klappen kann mit einer klimaneutralen Wirtschaft in Deutschland. Und wir müssen gleichzeitig all denjenigen helfen, die sich auf solche Wetterereignisse vorbereiten. Denn das gehört ja auch zur Wirklichkeit dazu, dass es notwendig ist, dass wir nicht bei den nächsten Katastrophen wieder gleiche Zerstörung sehen, so wie heute. Und deshalb müssen wir bei dem Wiederaufbau der Infrastruktur und bei all unserer Bautätigkeit so Vorsorge dafür treffen, dass die Infrastrukturen, dass die Häuser da, wo sie stehen, dass die Fabriken alle vorbereitet sind auf ein solches Ereignis. Wir müssen dafür Vorsorge treiben, und auch das ist die Politik der nächsten Jahre. Und dann müssen wir natürlich gleichzeitig alles dafür tun, dass wir unser Land so modernisieren, dass wir auch mit den Warninfrastrukturen, mit der Digitalisierung so weit vorbereitet sind, dass Katastrophenschutz besser gelingt, als wir das jetzt an der einen oder anderen Stelle leider beobachten mussten. Und deshalb ist das auch die Mahnung: Wir werden investieren müssen in modernsten Katastrophenschutz. Wir müssen unsere Einrichtungen unterstützen, das THW und nicht nur das, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass mit den Warnmöglichkeiten alles dafür getan wird, dass Bürgerinnen und Bürger so schnell wie möglich geschützt werden können. Das ist auch eine der Lehren aus dieser Situation. Ich bin also sehr dankbar dafür, dass wir hier zusammengefunden haben zu gemeinsamen Handeln. Das will ich sehr ausdrücklich sagen. Ich bin dankbar dafür, dass die Bundesregierung schnell und gemeinsam gehandelt hat.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Deutsche Bundestag, so sieht es ja aus, mit großer Mehrheit all die notwendigen Maßnahmen unterstützen wird, die jetzt dazu erforderlich sind. Und ich bin all denjenigen dankbar, die dafür Sorge tragen, dass auch in einer Zeit, in der viele, die in der Politik tätig sind, auch ganz andere Dinge im Kopf haben, die was mit dem 26. September zu tun haben, trotzdem in der Lage sind, hier über Parteien hinweg und als Regierung gemeinsam zu handeln und das Notwendige auf den Weg zu bringen. Das sieht man ja auch an der Art der Beratung hier im Haus. Ich möchte zum Schluss Dank sagen. Dank all denjenigen, die sich eingesetzt haben vor Ort, die Tage und Nächte lang gekämpft haben um das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger. Dank sagen all den Hilfsorganisationen und der Bundeswehr, die das getan haben. Dank denjenigen, die in den Verwaltungen alles dafür getan haben, mit Not- und Krisenstäben dafür zu sorgen, dass das Richtige getan wird. Und ich danke den Bürgerinnen und Bürgern für die Solidarität. Sie haben sie gezeigt, und das ist die Kraft, die wir auch für die Zukunft brauchen. Schönen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Dr. Alice Weidel für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Damen und Herren. Die letzten Wochen und Monate der Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel versinken in einer Abfolge von Krisen, die durch Fehlentscheidungen, Nichthandeln und Regierungsversagen gezeichnet sind. Die Juli-Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist in den Schlagzeilen wieder in den Hintergrund gerückt. Aber noch immer stehen am Rhein und im Ahrtal Menschen vor den Trümmern ihrer Häuser und ihrer Existenz. Fehlt es in vielen Ortschaften an der notwendigen Unterstützung, liegt unverzichtbare Infrastruktur noch immer in Trümmern. Und es sind mehr als 180 Menschen in den Fluten und an ihren Folgen gestorben. Opfer eines Wetterereignisses mit sinnflutartigem Starkregen, wie es die betroffenen Regionen seit Jahrhunderten immer wieder heimsucht. Aber auch, und das muss rückhaltlos aufgeklärt werden, Opfer unzulänglichen Katastrophenschutzes und staatlichen Versagens, unterbliebener Vorkehrung und verspäteter Warnung. Der Versuch, das Leid der Menschen in den Hochwassergebieten für die Forcierung des Klimaschutzdirigismus zu instrumentalisieren, ist ein besonders schäbiges Ablenkungsmanöver von eigener Ignoranz und Inkompetenz. Und wir diskutieren und beschließen heute über die finanzielle Seite des Wiederaufbaus. 6 Wochen nach dem verheerenden Hochwasser ist das mehr als überfällig. Wir hätten schon längst darüber sprechen können. Hätten sich die übrigen Fraktionen in diesem Haus gleich der Forderung unserer AfD-Fraktion angeschlossen, eine Sondersitzung hier zu beantragen, statt wieder einmal kleinkarierte parteitaktische Ausgrenzungsspielchen über die Verantwortung für das Wohl der Bürger zu setzen. Aber zu dem Zeitpunkt, das muss man auch ganz klar sagen, stand der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, noch kichernd im Katastrophengebiet. Vielleicht wollten Sie deshalb da auch die Sondersitzung nicht haben. Die Fehler und Versäumnisse, die Fälle von Staats- und Behördenversagen und die strukturellen Mängel, die diese Hochwasserkatastrophe ans Licht gebracht hat, dürfen nicht unter den Tisch gekehrt werden. Geld ausgeben und sich dafür auf die Schulter klopfen, ist leicht. Die Bürger erwarten aber zu Recht Antworten, die sie bis heute nicht erhalten haben. Sowohl deutsche Wetterdienste als auch das europäische Flutalarmsystem haben Tage vor der Katastrophe gewarnt. Warum wurden die Warnungen nicht rechtzeitig weitergegeben, damit die Menschen sich und ihr Eigentum in Sicherheit bringen konnten? Das Debakel des nationalen Warntages vor einem Jahr hat offenbar zu keinen Konsequenzen geführt. Sirenen, die stumm bleiben oder gar nicht da sind, Alarmsysteme, die nicht funktionieren, das ist ein Skandal
und beschreibt sinnbildlich den Zustand dieses Landes unter Ihrer Führung. Und wozu brauchen wir den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt, wenn der in der Stunde der Katastrophe nicht mal Alarmdurchsagen fertigbringt? Automatisierte SMS-Warnungen über die Mobilfunkanbieter stehen jetzt im Gesetzentwurf. In anderen Ländern sind sie längst Standard. Warum nicht bei uns? An Corona-Quarantäne-Warnung bei Grenzübertritt haben Sie gedacht, an den Katastrophenschutz nicht. Und dazu kommen Ausrüstungs- und Organisationsdefizite und Personalmangel bei Zivil- und Katastrophenschutz. Hochwasserbetroffene wurden tagelang im Stich gelassen. Katastrophenschutz auf dem Niveau eines Entwicklungslandes ist eines Industrielandes vom Range Deutschlands unwürdig. Es stimmt, Katastrophenschutz ist im Wesentlichen Länderaufgabe. In Rheinland-Pfalz übrigens seit 10 Jahren in der Hand einer grünen Ministerin. Das Staats- und Behördenversagen in der Flutkatastrophe offenbart aber ein grundsätzliches Problem aller politischen Ebenen. In Deutschland ist der Staat stark beim Gängeln und Bevormunden der Bürger, beim Eintreiben und Verteilen von Steuergeldern. Aber er ist schwach, wenn es um die Erfüllung seiner Kernkompetenzen geht, der Gewährleistung von Ordnung, Recht, innerer und äußerer Sicherheit und bei der Abwehr konkreter Gefahren. Wer das Weltklima in 50 Jahren retten und andere Länder über Kohle- und Atomausstieg belehren will, aber im eigenen Land nicht mal Warnsirenen zum Laufen bringt, der macht sich lächerlich. Und wer den Bürgern weismachen will, Steuererhöhungen und Industriestilllegung für das Klima könnten künftig Starkregen und regionales Extremwetter verhindern, spielt absichtlich falsch. Wir müssen deshalb die Politik auf den Boden der Realität zurückbringen. Statt die ganze Welt zu beglücken, müssen wir erst einmal Deutschland wieder in Ordnung bringen und uns auf die konkreten Aufgaben und realen Gefahren konzentrieren. In Sachen Hochwasser- und Katastrophenschutz heißt das zum Beispiel, veraltete Abwassersysteme und Kanalisationen besser für Starkregen auslegen, Bebauungspläne anpassen, Rückhaltebecken und Überlaufflächen schaffen, Schutzbauten und Infrastruktur ertüchtigen und ausbauen und Alarmsysteme modernisieren, laufend überprüfen und funktionsfähig halten. Das ist natürlich mühseliger und weniger spektakulär als große Reden über Klimaschutz und die Rettung des Planeten zu führen. Aber es ist das, wofür die Politiker von den Bürgern gewählt und bezahlt werden, mit aller Kraft dem Wohl des Landes und seiner Bevölkerung dienen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache darauf aufmerksam, dass die Zeit für die namentliche Abstimmung bzw. die Stimmabgabe in wenigen Minuten abgelaufen ist. Wer also bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, seine Stimme abzugeben, möge dies jetzt bitte tun. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Flut vom 14. und 15. Juli hat unser Land schwer getroffen. Sie ist für die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Jahrhundertkatastrophe. Mehr als 180 Menschen haben in Deutschland ihr Leben verloren, und sie hinterlassen Familien und Freunde, einige auch kleine Kinder. Wir sind in Gedanken zuallererst bei den Opfern der Katastrophe und ihren Angehörigen. Und wir müssen auch an die denken, die überlebt haben, aber die ihre gesamte Lebenserinnerung verloren haben. Eine Frau hat mich in ein Haus geführt. Das war ein einziger Trümmerhaufen.
Und sie sagt, das war, nachdem ein Mann vor 2 Jahren gestorben ist, das Letzte, was ich noch hatte. Meine Wohnung, die Möbelstücke, die Erinnerung, das Familienalbum, alles weg. Und ein Großteil des Elends in diesen Tagen spielt sich auch hinter den Mauern der vielleicht nicht zerstörten Häuser ab, wo man Freunde und andere im direkten Umfeld verloren hat. Das alles lässt sich nicht wieder heilen, auch nicht mit vielen Milliarden. Die Verantwortung von Bund und Ländern ist es, zu tun, was wir können. Und das heißt, wir müssen denen helfen, die durch die Flut vor den Trümmern ihrer wirtschaftlichen Existenz stehen. Und wir haben deshalb direkt nach der Hochwasserkatastrophe gesagt, jeder Einzelne wird beim Wiederaufbau, beim Neuanfang auf die Solidarität unserer Gesellschaft zählen können. Und wir tun alles, dass jede Stadt, jedes Dorf wieder erstehen kann. Und dieses Versprechen halten wir heute gemeinsam ein. Und deshalb haben wir in Nordrhein-Westfalen gleich in den ersten Tagen mit der Auszahlung der Soforthilfe begonnen. Auch das muss unbürokratisch sein. Auf dem Formular steht drauf der Name, der Schadensort und die Kontonummer. Eides staatlich versichert, dass alles stimmt. Keine langen bürokratischen Verfahren. Denn der nichts mehr hat, der vielleicht nicht mal eine EC-Karte mehr hat, braucht Bargeld, braucht schnelle Unterstützung. Und so sind in wenigen Wochen 185 Millionen Euro ausgezahlt worden an die Bürgerinnen und Bürger, 65 Millionen für die Kommunen und 26 Millionen auch für Unternehmen. Und bei den Unternehmen kommt ein Doppeltes hinzu. Das eine ist, das Unternehmen ist zerstört, kleiner mittelständischer Betrieb. Hat Abnehmer, für die er ein Spezialprodukt herstellt, vielleicht der Einzige, der das kann. Und dann wird der Abnehmer sagen, ja, ich muss mir jetzt das Material woanders besorgen. Und die erste Sorge ist, kommt er denn danach dahin wieder zurück? Ist dieser Betrieb in dieser Region danach noch wettbewerbsfähig? Und gleichzeitig sind die Mitarbeiter in dem Betrieb, die bei denen auch noch privat das Haus zerstört worden ist. Und insofern brauchen wir da Antworten. Wir brauchen die Antworten für die Unternehmen, dass die Insolvenzordnung ausgesetzt wird, dass sie nicht auch noch Insolvenz anmelden müssen in dieser Zeit. Da war die Zeit Oktober etwas zu kurz. Da haben wir mit der Bundestagsfraktion entwickelt, das muss bis ins nächste Jahr gehen. Und das Entscheidende ist, dass jetzt das Geld schnell ankommt. Deshalb danke ich dem Deutschen Bundestag für diese Sondersitzung, sodass wir am 7. September endgültig verabschieden können. Gemeinsam mit Malu Dreyer habe ich eine Sondersitzung des Bundesrates beantragt. Der kommt am 10. September auch extra deswegen zusammen. Und dann sind wir vorbereitet mit einem Nachtragshaushalt, den der Landtag in Kürze beschließen wird, dass dann das Geld auch sehr unmittelbar nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bei den Menschen ankommt. Und entscheidend ist darüber hinaus auch da ein Dank an den Bund, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben, dass der jetzt schon anfängt, das dann auch nachher verrechnen kann, dass ihm das nicht zum Nachteil wird, wenn er jetzt schon aktiv wird und dass gleichzeitig die Tonnen und Berge an Müll schnell beseitigt werden, damit der Wiederaufbau vorangehen kann. Und auch da wieder wichtig die Solidarität aller Länder. Das hat mich besonders beeindruckt am Tag nach der Katastrophe, dass aus allen 14 anderen Ländern das Signal kam, wir machen da mit. Wir tragen das mit. Am schnellsten übrigens aus den ostdeutschen Ländern. Die ist auch ein ostdeutsches Land, aber es gibt auch noch andere ostdeutsche Länder, die Zusage gemacht haben, die selbst Flut erlitten haben. Und insofern ist das auch ein großes Signal der Einheit in Deutschland, dass die wissen, was Flut bedeutet, jetzt im Westen helfen. Also eine Hilfe von Ost nach West, ein wunderschönes Signal. Und das, was wir heute beschließen, ist eine gigantische Summe, 30 Milliarden Euro, die über die Jahre abgezahlt wird. Aber ich glaube, es ist auch ein Signal gesamtgesellschaftlicher Solidarität und des Zusammenhalts. Und deshalb, Frau Weidel, ich weiß nicht, warum selbst bei einem solchen Thema Ihnen das mal nicht gelingt, 6 Minuten zu sprechen ohne Ressentiment gegen die Bundeskanzlerin. Das muss doch möglich sein. Sie haben doch den ganzen Tag,
Sie haben doch den ganzen Tag Zeit dafür. Gegen die Bundeskanzlerin, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gegen den Staat als solchen. Sie erwecken den Eindruck, als wenn dieses Land gespalten ist. Und ich sage Ihnen, er sagt auch noch, es ist es auch. Ich lade Sie einmal ein, in die Region zu kommen und zu sehen, wie viel Solidarität, wie viel Engagement es da gab. Es stimmt nicht, dass unser Land gespalten ist. Es stimmt nicht. Herr Ministerpräsident, da haben sich Leute. Herr Ministerpräsident. Nein, 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 wir haben es ja gehört. Wer das in 6 Minuten nicht schafft, keine Ressentiments zu machen, schafft das auch nicht in der Zwischenfrage. Nein. Also, wir haben das da erlebt. Leute sind losgefahren, Landwirte mit Generatoren und Traktoren. Leute aus der ganzen Republik, die nicht danach gefragt haben, ob sie die Spritkosten erstattet kriegen oder nicht, die sich freigenommen haben, Urlaub genommen haben, um da zu helfen. Das ist das, was in unserer Gesellschaft lebendig ist. Nicht ihre Tonlage, sondern das Engagement für die Mitmenschen. Und deshalb ist das eine gute Zeit. Das gilt übrigens auch die Helfer des Technischen Hilfswerks. Meistens Leute, die einen Beruf haben, die sich eine Uniform anziehen und dann in den Dienst gehen und dafür freigestellt werden. Soldatinnen und Soldaten, die in diesen Tagen international gefragt sind, die bei der Corona-Pandemie geholfen haben mit Hunderten und Tausenden Soldatinnen und Soldaten und die jetzt wieder da waren und immer noch da sind und auch bei den großen Aufräumarbeiten, bei den Freiräumen der Wege mit ihrem Material geholfen haben. Auch denen einen ganz besonderen Dank in diesen Stunden. Und jetzt wenige Sätze zu den Lehren aus der Flut. Erstens, der Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel hat, es war zu erwarten, dass es da wieder Widerspruch gibt, hat die Wahrscheinlichkeit von Flutkatastrophen erhöht. Deshalb gibt es eine Vordringlichkeit, an diesem Thema in der nächsten Wahlperiode mit allem Ehrgeiz zu arbeiten, vor allem mit dem Ziel, die Wirtschaft und die Arbeitsplätze klimaneutral zu gestalten, sie zu erhalten, aber einen Beitrag zum Klima, zum Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Und das Zweite, ich habe mit Gerd Müller lange gesprochen, der ja jetzt eine internationale Funktion für industrielle Entwicklung bei den Vereinten Nationen übernehmen soll. In Afrika sind geplant 450 Kohlekraftwerke. Das würde alles auffressen von dem, was wir an Anstrengungen unternehmen. Wir müssen unsere Anstrengungen leisten. Wir müssen Vorbild sein. Aber wir brauchen auch globale Antworten. Zu glauben, dass das nur hier gelingt. Wir müssen Afrika und anderen Regionen mit unserer Kompetenz, mit einer europäischen Clean-Tech-Initiative helfen, ebenfalls dort ihre Aufgabe zu leisten. Das ist das Ziel, was wir uns vornehmen müssen. Zweiter Punkt, Klimaanpassung. Die Folgen des Klimawandels werden in Zukunft Städte und Dörfer überall in Deutschland erreichen können. Das Phänomen an diesem Hochwasser war, dass nicht da, wo man es erwartet, das Hochwasser war. Wenn in Dresden die Elbe steigt, weiß man in Torgau, was das bedeutet. Wenn in Mainz der Rhein steigt, weiß man in Köln, wann Köln erreicht wird. Aber hier sind aus kleinsten Bächen, wo überhaupt kein Wasser zum Teil ist, 8-9 Meter hohe Wellen entstanden. Und insofern wird Klima, Resilienz, Widerstandsfähigkeit ein wichtiger Punkt sein. Wir haben im Mai bereits einen Antrag in den Bundesrat eingebracht. Das Bundesumweltministerium hat gesagt, es prüft. Es ist gut, dass es geprüft wird. Es sollte nur bald mal zum Ergebnis geführt werden, dass wir bei Klimaanpassung endlich ebenfalls vorankommen. Drittes Thema, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Auch hier haben wir erlebt, weil die Gefahrensituationen unterschiedliche sind, dass unsere Alarmierung und Warn Informationen nicht ausreichen. Wenn es heißt in den Meldungen, es gibt Starkregenereignisse im Westen,
empfindet das noch nicht jeder für sich als Aufgabe, nun seine Wohnung zu verlassen. Deshalb muss das Ziel genau sein. Deshalb hätten wir längst Cell-Broadcasting gebraucht. Und es ist gut, dass jetzt im Gesetzentwurf Cell-Broadcasting, die Warnung auf das eigene Smartphone, enthalten ist. Und wir werden weitere Maßnahmen brauchen, die wir prüfen müssen, die Erfahrungen der Praxis hören. Der langjährige Präsident des THW, Herr Brömme ist bereit, eine Analyse zu machen bis Ende November bei uns, auch möglicherweise in Rheinland-Pfalz, aufzuschreiben, wo wir besser werden können, damit wir schon bei der Bildung der nächsten Bundesregierung ein Dossier haben mit Erfahrungen von einem, der ein echter Praktiker ist, wie man denn in Zukunft sich besser aufstellen kann. Und der letzte Punkt will ich kurz machen, weil die Zeit zu Ende geht. Das Projekt Wiederaufbau. Wir müssen den Wiederaufbau im Planungsrecht, in unser Planungsrecht auf den Prüfstand stellen. Wenn man in einem Dorf jetzt überlegt, vielleicht das Haus nicht mehr an dieser Stelle, wo das Wasser ist, sondern etwas davon entfernt, wenn man Gebietsaustausch machen will, wenn eine Kommune ein Rathaus neu bauen will, geht das nicht mit unserem bisherigen Planungsrecht, mit europaweiten Ausschreibungen. Wir brauchen für die, die jetzt in die Wohnung zurück müssen, ins Haus zurück müssen, andere Verfahren, die schneller sind. Und deshalb ist die Frage des Planungsrechts, der Entschleunigung, eine ganz entscheidende. Übrigens auch im Kampf gegen den Klimawandel. Verehrte Kollegin aus Ostwestfalen, wenn irgendwer sagt, wir müssen schneller werden, wir müssen eine Instanz wegnehmen, wir müssen bei Stromtrassen schneller bauen, wir haben inzwischen sogar Klagen in Nordrhein-Westfalen gegen Radschnellwege. Wenn jemand sagt, wir müssen beschleunigen, ist Ihre Fraktion immer die, die sagt, nein, es wird nichts beschleunigt. Es ist so. Und deshalb mit dem Tempo, was wir an den Tag legen, werden wir diese Aufgaben nicht lösen. Und das Ziel wäre vielleicht, wenn Sie schon generell nicht da für Bürokratieabbau sind, sondern alle Vorschriften für sinnvoll halten, dann ist es vielleicht möglich, dass wir zumindest beim Thema Kampf gegen den Klimawandel einen Konsens erzielen, dass bei Bahntrassen, bei Stromtrassen und bei vielem anderen mehr diese Blockadehaltungen durchbrochen werden und wir mehr Tempo machen, damit wir alle die Ziele schaffen, die wir uns vornehmen. Vielen Dank. Intervention hat der Abgeordnete Gottschalk das Wort. Frau Präsidentin, es ist schon faszinierend, dass eine CDU-CSU-Fraktion auf heiße Luft mittlerweile mit solchem Beifall reagiert. Aber vielleicht ist das die reine Verzweiflung, wenn ich den Worten des Ministerpräsidenten, das wissen die Bürger auch, der seit über 4 Jahren Nordrhein-Westfalen regiert, hier diese Worte höre. Das ist ein Hohn. Ich bin in der Nacht, als diese Flutkatastrophe für Sie ja offensichtlich vom Himmel fiel, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Auto durch unser schönes Nordrhein-Westfalen gefahren. Es gab nicht eine konkrete Warnung Ihres Hofsenders WDR. Und jetzt kommen Sie bitte nicht mit der Ausrede, das hätte man nicht gewusst. Es gab am 17. Februar 1962 in Hamburg, und ich komme aus dieser Stadt, da können Sie gerne zuhören, eine Sturmflut. Da hat der NDR Tanzmusik gespielt, so hat man das so schön gesagt. Und Menschen sind hinter den Deichen abgesoffen. Da hat man gesagt, so viel zu den Lippenbekenntnissen der Parteien, die schon länger hier sind, das darf nie wieder passieren. Meine Damen und Herren, trotz zahlreicher europäischer Warnsysteme, die Sie installiert haben, haben Sie nicht gewarnt. Können Sie mir die Frage beantworten, warum auf diese Warnung seitens teurer europäischer installierter Systeme, Sie haben die Flutopfer im Osten angesprochen in den großen Fluten, nicht reagiert wurde? Können
Können Sie mir das erläutern? Können Sie mir B vielleicht die Frage beantworten? Sind denn schon aus europäischen Hilfsfonds entsprechend Hilfen abgerufen worden? Und dann würden Sie mir bitte gerne die Frage beantworten, was der Klimawandel verdammt noch mal damit zu tun hat, dass die Sirenen auf den Dächern nicht geläutet haben. Es wäre Ihre verdammte Pflicht als Landesvater gewesen, wie es früher war, zu sagen, es gibt Gefahren in der Natur. Das wissen wir als Menschen, die von der Küste kommen. Da müssen wir Katastrophenschutzübungen machen. Wo waren Katastrophenschutzübungen? Bei mir in Nettetal laufen wenigstens einmal im Monat noch die Sirenen und die funktionieren tatsächlich. Und wieso? Sie reden immer davon, wir wollen digital werden in NRW. Warum haben die Warn-Apps nicht funktioniert? Beantworten Sie den Opfer der Familie, und es sind über 190, diese Fragen, bevor Sie hier blumig irgendwas versprechen, was Sie seit über 4 Jahren in unserem Bundesland NRW nicht halten. Und bitte beantworten Sie mir diese Fragen. Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Sie können, aber Sie müssen nicht das Wort nehmen zur Erwiderung. Bitte. Das Problem ist, ich habe es ja vermutet, 6 Minuten Ressentiments, jetzt diskutieren wir überhaupt, der NDR Tanzmusik spielt. Ist auch nett, dass Sie den WDR zu meinem Hofsender erklären. Auf die Idee käme in Nordrhein-Westfalen niemand. Also, es ist keine Frage da gewesen. Ich sage Ihnen, das habe ich deutlich gemacht an 4 Punkten. Die Antworten müssen besser werden. Sie müssen besser werden. Und deshalb brauchen wir dafür Systeme, mit denen das gelingt. Das gelingt aber nicht, indem man aus einem solchen Vorgang, der alle Menschen, die in dieser Region lebten, in Minuten erwischt hat, den Eindruck zu erwecken, als wäre das mit einer Meldung in einem Radiosender, als hätte das verhindert werden können. Machen Sie den Leuten nichts vor. Ich kann Ihnen ein Beispiel noch erzählen. In einer der Städte ist eine kleine Gemeindeverwaltung, hat 30 Mitarbeiter. So kleine Städte haben meistens 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer kommunalen Verwaltung. Die Bürger sagen natürlich, ja, wo wart ihr, wo habt ihr gewarnt und so weiter. Das wäre für nicht jede Gemeinde in diesem Moment möglich gewesen. Und jetzt sind Leute ihres Geistesschlags unterwegs in diesen Gemeinden. Querdenker sind dort unterwegs und hetzen die Leute auf. Und deshalb ist es besser. Deshalb ist es besser, die Defizite zu erkennen und dann daraus zu lernen, als mit solchen Ressentiments über Tanzmusik die Leute verrückt zu machen. Das ist nicht in Ordnung, was Sie hier machen. Bevor wir mit der Debatte fortfahren, komme ich zurück zu Tagesordnungspunkt 1b. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist deutlich vorbei. Ich frage trotzdem noch einmal, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, welches seine Stimme nicht abgeben konnte? Da rennt noch jemand. Es ist tatsächlich so. Ja, glaub. Gut, wir fahren in der Debatte fort. Das Wort. Okay. Also ich schaue jetzt doch noch mal in die Runde. Gibt es noch ein Mitglied des Hauses, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Es geht immer noch um die erste namentliche Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 1b. Das ist jetzt offensichtlich nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Wir fahren nun tatsächlich in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Christian Dürr für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, angesichts dieser Hochwasserkatastrophe und der vielen Menschen, die ihr Leben verloren haben, der fast 800 Verletzten und der 10.000, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben, will ich eines betonen. Wir alle haben großen Respekt vor denjenigen, die gegenseitig sich Hilfe vor Ort geleistet haben. Und unser aufrichtiger Dank geht an alle Helferinnen und Helfer in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und an all die Rettungskräfte, die ihr Leben riskiert haben, um den Menschen zu helfen. Ich glaube, das ist wichtig zu betonen am heutigen Tage.
Und gerade weil diese Katastrophe so ein großes Ausmaß hatte, ist es jetzt umso wichtiger, dass die Menschen in den betroffenen Regionen eine Perspektive bekommen. Wir hätten uns gewünscht, das will ich an dieser Stelle deutlich sagen, Herr Bundesminister Scholz, wir hätten uns gewünscht, dass das viel schneller geht. Wir haben unmittelbar deshalb noch im Juli einen Gesetzentwurf, der ja durchaus in weiten Teilen deckungsgleich ist mit dem Gesetzentwurf, den Sie hier vorgestellt haben, für einen Wiederaufbaufonds vorgelegt. Unser Gesetzentwurf trägt eben das Datum 28. Juli. Als Opposition haben wir das getan. Schon vor einem Monat hätte man Klarheit für die Betroffenen schaffen können. Sogar zu der heutigen Sondersitzung musste doch in Wahrheit auch diese Bundesregierung gezwungen werden. Deswegen sage ich deutlich, angemessener wäre es gewesen, wenn der Deutsche Bundestag bereits Anfang August zusammengetreten wäre und diese Hilfen auf den Weg gebracht hätte. Denn Perspektive ist das, was die Menschen vor Ort brauchen. Und neben den finanziellen Hilfen, über die wir uns weitestgehend einig sind und dann im September endgültig beschließen werden, will ja der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen den Wiederaufbau auch durch schnellere Planungsverfahren deutlich erleichtern. Das ist gut, aber das ist in Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, nichts Neues. Das sind alles Punkte, die wir hier in den letzten Jahren bereits diskutiert hatten. Ich hätte mir gewünscht, dass man nicht angesichts einer solchen Katastrophe aufwacht, sondern ich hätte mir gewünscht, dass die Vorschläge meiner Fraktion hier vernünftig diskutiert werden und auch übernommen werden von der Bundesregierung. Und Frau Kollegin Haßmann, jetzt ist sie nicht mehr da, ich hätte mir auch gewünscht, dass die Grünen, gerade weil wir uns einig sind bei der Bekämpfung des Klimawandels, nicht über den Weg, aber im Ziel in jedem Fall, und weil wir wissen, dass Klimafolgenbewältigung so wichtig ist, und Herr Ministerpräsident Laschet, Sie haben das gerade erwähnt, schnelle Verfahren sind jetzt das Gebot der Stunde, gerade weil vorbeugender Hochwasserschutz so verdammt wichtig ist, um Menschenleben zu retten. Und ich weiß, dass Ihre Landesregierung da in den letzten Jahren noch einiges gemacht hat in Nordrhein-Westfalen. Aber gerade weil das eine nationale Anstrengung ist und Klimaschutz nur ein Baustein ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns bitte nicht immer nur über schnellere Planverfahren reden, sondern jetzt geht es darum, Perspektiven für Menschen zu schaffen, die ihre Häuser wieder aufbauen wollen, und die öffentliche Infrastruktur so herzurichten, dass so etwas in Deutschland möglichst nicht wieder passiert, meine Damen und Herren. Das ist unsere nationale Aufgabe, die müssen wir als Bundestag ernst nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Hochwasserschutz im Binnenland, ich habe es gesagt, wird eben eine ganz, ganz wichtige Säule sein, um solche Flutkatastrophen in Zukunft zu verhindern, und natürlich auch der Katastrophenschutz und natürlich auch moderner Katastrophenschutz. Auch da, mit Verlaub, das Thema Cell Broadcasting, das forciert meine Fraktion fast seit Jahren. Das haben wir immer wieder thematisiert. Bisweilen wurde gesagt, es sei aus Datenschutzgründen nicht möglich. Jetzt kommt es zum Glück, der Bundesinnenminister ist nicht mehr da, aber jetzt kommt es zum Glück hoffentlich zeitnah, und auch das kann in Zukunft Menschenleben retten. Und zum Schluss will ich sagen, Herr Bundesfinanzminister Scholz, bitte wiederholen Sie bei der Auszahlung der Gelder nicht die Fehler bei den Corona-Hilfen. Bürokratisch muss auch wirklich unbürokratisch sein. Hier haben viele Menschen viel Leid erfahren, und die dürfen nicht lauter Zettel jetzt ausfüllen müssen in den kommenden Monaten, sondern denen muss wirklich unbürokratisch geholfen werden. Ich höre von ersten Unternehmern, die die Soforthilfen wieder zurückzahlen wollen, weil sie teilweise steuerliche Nachteile erfahren. Kollege, all das, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, all das haben wir bei den Corona-Hilfen alles schon einmal durchdiskutiert. Das Gebot der Stunde ist wirklich schnelle und unbürokratische Hilfe. Wenn das Ihr Wunsch ist, Herr Scholz, dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Bitte machen Sie das möglich für die Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir trauern um 182 Menschen, die beim jüngsten Hochwasser aus dem Leben gerissen wurden. Und unsere Gedanken sind auch bei denen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Und wir danken den Menschen, die ihr eigenes Leben eingesetzt haben, um andere zu retten. Und wir danken den vielen Freiwilligen, die jetzt dabei sind, die Städte und Dörfer wieder aufzubauen. Und natürlich danken wir auch den Menschen, die so viel gespendet haben, meine Damen und Herren. Und auch wir als Fraktion Die Linke haben uns mit einer Spende von 100.000 Euro für die Flutopfer beteiligt. Allen Betroffenen muss unbedingt unbürokratisch geholfen werden, und zwar schnell und wirksam. Und darum unterstützen auch wir als Linke die Einrichtung des Sondervermögens, meine Damen und Herren. Aber
Aber es muss auch um nachhaltige Veränderungen gehen. Manche, und das haben wir heute auch wieder gehört, sagen, Überschwemmungen und Hochwasser, das hätte es ja immer gegeben. Ja, aber es wird immer heftiger und immer häufiger. Und gerade gestern wurde eine Studie von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorgestellt. Grundaussage dieser Studie: Als Folge des Klimawandels werden Starkregenereignisse mit ihren schrecklichen Folgen immer häufiger auftreten. Also muss grundsätzlich etwas getan werden. Jetzt werden ja viele Vorschläge gemacht, die im Detail gut und richtig sind. Doch über das Schlüsselproblem wird kaum gesprochen. Denn Kapitalinteressen stehen gegen Umweltschutz und damit gegen die Überlebensinteressen der Menschen. Immobilienspekulanten wollen in Flusslandschaften bauen, Waldbesitzer nutzen ihre Wälder als Holzlager und nicht als Wasserspeicher. Und Herr Scheuer würde am liebsten jeden Tag 100 Kilometer Autobahn bauen, um der Autoindustrie zu gefallen. Wir müssen uns also zwischen Profitgier einiger weniger und dem Überleben der Menschheit entscheiden. Wir wollen der Profitgier klare Grenzen setzen, meine Damen und Herren. Viele Betroffene sind zu Recht verbittert. Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Denn es war eben nicht nur eine Naturkatastrophe. Es gab auch, das ist schon angesprochen worden, vielfach menschliches Versagen, das zu diesem 182-fachen Tod geführt hat. Und diese Menschen hätten nicht sterben müssen, wenn die Zuständigen ihre Arbeit ordentlich gemacht hätten. Es war ja leider nicht das erste Hochwasser, bei dem wir Menschenleben zu beklagen hatten. Beim Oder-Hochwasser 1997 gab es 74 Tote. Das Hochwasser an der Elbe und der Mulde im August 2002 riss 21 Menschen aus dem Leben. Und viele Menschen fragen sich natürlich, haben die Zuständigen nichts aus der Geschichte gelernt? Und in dieser Situation, ich kann Ihnen das nicht ersparen, Herr Laschet, fiel Ihnen nichts Besseres ein, als durch wirklich unpassendes Verhalten aufzufallen. Sie haben sich wie verrückt bei der Rede des Bundespräsidenten amüsiert. Und das, glaube ich, das ist beschämend. Und das muss man so deutlich auch aussprechen, meine Damen und Herren. Und was ich Ihnen auch vorwerfe, ist, darauf komme ich später noch mal zu sprechen, dass Sie auch politisch beliebig sich geäußert haben. Wie auch in dieser Rede, alles läuft in Watte. Ich kann Ihnen für meine Fraktion versichern, wir sind der Auffassung, so ein Mann wie Sie darf nicht Kanzler werden. Der Influencer Rezo hat das auch in einem YouTube-Video analysiert und schon über 2 Millionen Menschen haben das gesehen. Es ist sehenswert, wahrscheinlich haben Sie es auch gesehen. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, hat zumindest rückblickend festgestellt, es war ein Fehler, keinen landesweiten Krisenstab einzuberufen. Denn bereits am 14. Juli stiegen die Fluten im südlichen Rheinland rapide. Und wir müssen konstatieren, diese Landesregierung aus CDU und FDP beherrscht einfachste handwerkliche Dinge nicht. Und was noch schlimmer ist, sie haben keine richtigen Konsequenzen aus dieser Katastrophe gezogen. Herr Laschet, am 15. Juli vormittags sagten Sie im WDR, dass jetzt mehr Tempo gemacht werden müsse beim Klimaschutz. Und am Nachmittag sagten Sie dann aber als Kehrtwende, jetzt ist nicht die Zeit, politische Forderungen zu stellen. Doch ich sage ja, gerade diese Katastrophe zeigt doch, dass grundsätzlich etwas geändert werden muss. Ich frage mich, wo ist Ihr inhaltlicher und moralischer Kompass, Herr Laschet? Aber leider hat auch die Bundesregierung keine intelligente Strategie entwickelt, um solche Katastrophen zu vermeiden oder zumindest einzugrenzen. Auch der zuständige Minister, Herr Seehofer, hat seit Jahren seine Aufgaben nicht erfüllt. Katastrophenschutz war für ihn nie ein zentrales Thema. Lieber hat er sich als Abschiedeminister profiliert, und ich sage Ihnen, das war der falsche Schwerpunkt, meine Damen und Herren. Es gibt nun ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dieses Amt mit 400 Beschäftigten und 18 Hubschraubern muss bei Naturkatastrophen tatenlos zusehen. Das ist doch absurd. Sie hätten nur dann tätig werden dürfen, wenn unser Land militärisch angegriffen worden wäre. Und für Naturkatastrophen sind in erster Linie die Bundesländer zuständig. Ich habe den Eindruck, hier hat die Bundesregierung wirklich etwas verschlafen, nämlich das Ende des Kalten Krieges. Unser Überleben wird doch nicht durch feindliche Panzer bedroht, sondern durch Viren und Naturkatastrophen. Also müssen daraus die Schlussfolgerungen gezogen werden, meine Damen und Herren. Herr Schuster, ehemaliger CDU-Innenpolitiker, ist jetzt der Präsident dieses Bundesamtes. Er würde gern das Grundgesetz ändern und Zuständigkeiten der Länder auf sein Amt übertragen. Typische Reaktion:
von CDU-Politikern Zentralisierung. Und dann hat er noch eine Idee. Er möchte das Bundesamt so organisieren wie das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Das ist doch völlig absurd. Der Antiterrorkampf, da geht es doch um die Suche nach möglichen Terroristen, um Feindbilder, um Geheimdienstarbeit. Aber Katastrophenschutz, das ist doch genau das Gegenteil. Hier wird kein Feind gesucht, hier braucht es keine Feindbilder. Wir wollen die Natur nicht bekämpfen. Die Natur ist nicht unser Feind. Wir müssen uns alle so verhalten, dass wir mit der Natur zusammen gut leben können. Das ist die Aufgabe, meine Damen und Herren. In den Niederlanden hat man übrigens längst erkannt, dass es wichtig ist, möglichst viele Menschen in den Katastrophenschutz einzubeziehen und Nutzungskonflikte offen zu besprechen. Aber ich komme noch einmal auf das grundlegende Problem zurück. Wenn Profit in Aussicht steht, dann lassen sich Immobilienspekulanten zum Beispiel viel einfallen, um Wasserstrategien zu durchkreuzen. Profit und Hochwasserschutz, das sind Widersprüche. Und wir müssen eine Politik haben, die die Profite im Interesse des Überlebens der Menschheit begrenzt. Das ist unsere Aufgabe, meine Damen und Herren. Wir sind dafür, um das in aller Klarheit zu sagen, mit diesen geplanten 30 Milliarden, die sich ja bekanntermaßen aus Bund und Ländern dann zusammensetzen und von ihnen erbracht werden, den Menschen zu helfen, die vom Hochwasser betroffen sind. Es muss schnell gehen, es muss wirksam sein und nachhaltig. Meine Damen und Herren, ich will Sie auf etwas hinweisen, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, nämlich dass die Befürworterinnen und Befürworter der Schuldenbremse sehr ruhig geworden sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass Sie am 27. September, am Tag nach der Wahl, sofort an den Mikrofonen stehen werden und die Schuldenbremse einfordern werden. Und darum wollen wir als Linke wissen, vor der Wahl, wer soll die Pandemierechnung, die Hochwasserrechnung oder auch die Autogipfelrechnung bezahlen? In den Wahlprogrammen von CDU und FDP steht nur, dass sie die Vermögenden finanziell entlasten wollen. Wir als Linke wollen das verhindern. Wir wollen verhindern, dass wieder bei den Menschen gekürzt werden soll, die schon die Finanzkrise bezahlen mussten. Wir wollen die Vermögenden mehr heranziehen und so, dass diese Gesellschaft gut gestaltet werden kann. Mit dem Geld wollen wir in das Überleben der Menschheit investieren. Es geht um nichts Geringeres. Und ob das gelingen wird, das entscheidet auch die Wahl am 26. September. Herzlichen Dank. Ich gebe Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Antrag der Bundesregierung, Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur militärischen Evakuierung aus Afghanistan bekannt. Abgegebene Stimmkarten 638. Mit Ja haben 539 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 9 gestimmt. Es gab 90 Enthaltungen. Der Antrag ist angenommen. Wir fahren nun in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Dr. Anton Hofreiter für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz war die schlimmste Naturkatastrophe seit der Hamburger Sturmflut von 1962. Sie hat unvorstellbares Leid mit sich gebracht. Mindestens 183 Menschen sind gestorben, Zehntausende haben ihr Zuhause verloren. Die Schäden an der Infrastruktur, an der Wirtschaft sind gigantisch. Und ich möchte mich insbesondere bei den Helferinnen und Helfern, bei den Rettungsorganisationen, bei all den Menschen, die unterstützt haben, für ihre wertvolle Arbeit bedanken. Und umso wichtiger ist es, dass wir heute gemeinsam umfassende Hilfe für den Wiederaufbau auf den Weg bringen. Und ich hoffe, dass es den betroffenen Regionen und den Menschen wenigstens ein bisschen Trost und Hoffnung spendet, dass unser ganzes Land, Bund und Länder, die Bundesregierung, die demokratischen Parteien hier im Bundestag hinter Ihnen stehen. Unser Versprechen aus dem Bundestag an diese Menschen muss sein, wir werden sie in den mühevollen Jahren des Wiederaufbaus nicht alleine lassen. Applaus
Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Flutkatastrophe in unserem Land war dieses Jahr kein isoliertes Naturereignis. Wir erleben in diesem Jahr eindrücklich, in welche Lage wir uns als Menschen bereits gebracht haben. Hitzewellen in Kanada, in den USA, Brände in der Türkei, in Italien, in Griechenland, in Kanada, in Sibirien. Es hat erstmals seit der Geschichte der Wetteraufzeichnung auf dem höchsten Punkt des grönländischen Eisschildes geregnet. Und ja, Extremwetterereignisse gab es immer. Aber die Heftigkeit, die Häufung, die Zahl dieser Extremwetterereignisse weisen darauf hin, die Klimakrise ist bereits da und schlägt mit voller Heftigkeit zu. Und daran kann es keinen ernsthaften naturwissenschaftlichen Zweifel mehr geben. Das ist die bittere Hypothek, die wir bereits jetzt unseren Kindern und nachfolgenden Generationen hinterlassen. Und leider muss man sagen, das ist erst der Anfang. Die Frage lautet nicht mehr, wenn man naturwissenschaftlich ehrlich ist, wie wird es in den nächsten Jahrzehnten besser, sondern wie verhindern wir, dass es Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt schlimmer wird. Es geht darum, die Klimakrise so zu begrenzen, dass die Anpassung an die neuen Bedingungen, unter denen wir leben müssen, überhaupt noch eine Chance hat zu gelingen. Das sind wir unseren Kindern und den Enkelkindern schuldig. Dafür müssen wir jetzt handeln, entschlossen und eigentlich gemeinsam. Das ist die existenzielle Dringlichkeit, die in diesen Tagen uns doch vor Augen geführt wird. Nur wer das Klima schützt, schützt das Überleben und die Freiheit in der Zukunft. Doch leider, sehr geehrte Damen und Herren von Union und SPD, sind Sie beim Klimaschutz weit weniger entschlossen, als Sie hier bei den Aufbauhilfen waren. Nach aktuellen Prognosen werden wir dieses Jahr die Klimaziele klar verfehlen. Das Umweltbundesamt rechnet deutlich vor, auch die Klimaziele für 2030 werden wir verfehlen und bereits die Klimaziele für 2040 sind gefährdet. Diese Zahlen sind ein Versagen. Und diese Zahlen sind ein Versagen der jetzt regierenden Bundesregierung, dieser Koalition aus SPD und Union. Und das Allerschlimmste ist, Sie sagen, dass Sie diese Politik, dieses Politikversagen sogar so fortsetzen wollen. Herr Laschet, Herr Scholz, verteidigen einen Kohleausstieg, von dem völlig klar ist, dass mit ihm die Klimaziele, die hier im Juni im Deutschen Bundestag beschlossen worden sind, nicht erreichbar sind. Und wissen Sie, Herr Scholz, es macht es auch keine Spur besser, dass in dem Moment, wo Sie die Lausitz verlassen haben, Sie plötzlich was anderes erzählt haben. Das zeigt überdeutlich Ihre Unernsthaftigkeit bei diesem existenziellen Thema. Das zeigt Ihr taktisches Verhältnis zu diesem wichtigen Menschheitsthema. Und auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien schaut es nicht besser aus. Die haben Sie über die letzten Jahre aktiv abgewürgt mit den Beschlüssen hier im Deutschen Bundestag. Und Herr Laschet, ich höre ja gerne, dass da Dinge schneller werden sollen. Aber vor kurzem habe ich mit Projektierungsingenieuren gesprochen. Die haben mir erzählt, sie haben für eine Windkraftanlage damals, als Rot-Grün noch regiert hat, 6 bis 9 Monate gebraucht. Und jetzt, nach 16 Jahren CDU-Regierung, brauchen Sie 6 bis 9 Jahre. Und Sie sprechen hier von Beschleunigung. Warum haben Sie denn die letzten 16 Jahre nichts gemacht? Beziehungsweise ist ja noch schlimmer, Sie haben ja was gemacht. Sie haben die Planungszeiten von 6 bis 9 Monate auf 6 bis 9 Jahre erhöht. Und dann erzählen Sie ja was von Beschleunigung. Deshalb ist es längst an der Zeit, wirklich zu handeln und unser Land in den nächsten 2 Jahrzehnten klimaneutral zu machen. Das ist wahrscheinlich die größte Gestaltungsaufgabe, vor der wir je standen. Und klar haben da Menschen Sorgen, weil sich Dinge grundlegend ändern müssen. Und wir können niemand versprechen, dass sich nichts ändert. Aber wir können versprechen, dass niemand überlastet wird.
Und wir können die Chancen sehen, denn es können allein durch neue Technologien, durch gut gemachten Klimaschutz, durch Innovationen 5 Millionen neue Arbeitsplätze in Europa entstehen. Und deshalb retten wir unsere Lebensgrundlagen, sehen wir die Chancen, setzen wir auf Klimaschutz, setzen wir auf erneuerbare Energien, setzen wir auf modernste Technologie, dann haben wir die Chance, das in den Griff zu kriegen. Aber dafür brauchen wir eine andere Bundesregierung, dafür brauchen wir eine andere politische Führung. Vielen Dank. Das Wort hat die Ministerpräsidentin des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Herren und Damen Abgeordnete, ich bin sehr dankbar, liebe SPD-Fraktion, dass ich hier ein paar Worte sprechen darf. Eine Hochwasserkatastrophe dieses Ausmaßes hat Deutschland noch nie erlebt. Und ich muss für mich persönlich sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine solche Zerstörung gesehen. Noch nie gingen solche Regenmengen in so kurzer Zeit nieder, wurden solche extreme Pegelstände verzeichnet. Und ich will Ihnen sagen, Rheinland-Pfalz kennt die Gefahren von Hochwasser. Wir geben seit Jahren viel, viel Geld für Hochwasserschutz aus. Im Übrigen auch für Klimaanpassungsmaßnahmen, seit wir Starkregenereignisse haben. 1,2 Milliarden in den letzten 20 Jahren. Aber diese Flutkatastrophe hat Rheinland-Pfalz bis tief ins Mark getroffen. Bei uns haben 134 Menschen durch die reißenden Wassermassen ihr Leben verloren. 766 Menschen wurden verletzt, und noch heute vermissen wir 4 Personen. Insgesamt sind rund 65.000 Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen durch die Flutkatastrophe zu Schaden gekommen. Allein im Ahrtal 42.000. Unser ganzes Land trauert mit den Hinterbliebenen, und wir wünschen den Verletzten gute Besserung. Und wir stehen tatkräftig denen zur Seite, die ihre Existenz verloren haben und tiefe Wunden an ihren Seelen erlitten haben. Meine sehr verehrten Herren und Damen, das menschliche Leid ist riesig, und die materielle Zerstörung ist immens. Um Ihnen ein paar Beispiele zu nennen. Von 75 Brücken sind allein im Ahrtal 62 Brücken beschädigt oder zerstört. 40 Schulen, 55 Tageseinrichtungen für Kinder und 5 Krankenhäuser müssen wieder instand gesetzt werden. Bis zu 3.000 Unternehmen sind von der Flutkatastrophe unmittelbar betroffen. Die Ahr ist eines unserer herausragenden Weinanbaugebiete. Von 65 Weinbaubetrieben im Haupterwerb sind nur 3 verschont geblieben. Rebflächen in einer Größenordnung von 32 Fußballfeldern sind völlig zerstört. Inmitten der ganzen Verwüstung ist es überwältigend zu erleben, und das haben schon mehrere hier angesprochen, wie viele Menschen vor Ort im Einsatz sind, wie viele ihre ganze Kraft, geeignetes Gerät, aber auch Know-how zur Verfügung gestellt haben und Millionen gespendet haben. Man kann sagen, Handwerker helfen Handwerker, Winzer helfen Winzer. Menschen helfen einfach Menschen. Und sie kommen von überall her, und es hört auch nicht auf. Und das ist schön so, und dafür will auch ich mich wirklich aus ganzem Herzen bedanken. Bei allen Hilfswerken, der Blaulichtfamilie, der Bundeswehr, den Betrieben, den Landwirten, den Lohnunternehmern und natürlich allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen spreche ich meinen großen Respekt aus. Sie sind einfach gekommen mit ihrem Gerät, mit ihrer Hacke, mit Gummistiefeln und haben einfach angepackt, haben angeklopft bei den Leuten und haben gesagt, kann ich hier bitte helfen? Und das ist wirklich eine großartige Leistung. Und auch ich will hier noch einmal sagen, in solchen Krisen hat es sich immer wieder auch gezeigt, dass Deutschland am Ende doch ein sehr, sehr solidarisches Land ist und die Menschen zusammenstehen, gerade in dieser großen Not. Meine sehr verehrten Herren und Damen Abgeordnete, die Betroffenen fragen die Politik,
Werden wir je hier wieder ein sicheres Zuhause haben? Wann wird mein Haus, mein Betrieb wieder aufgebaut sein? Und ich verstehe auch die Ungeduld, ich verstehe auch die Verzweiflung. Es ist eine Herkulesaufgabe, vor der wir stehen. Meine Landesregierung ist eng mit Fachleuten, mit den Kommunen und den Menschen vor Ort im Gespräch. Und gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen entscheiden. Wie sieht in Zukunft Hochwasserschutz aus? Was muss bei der Bebauung beachtet werden? Wie bringen wir die unterschiedlichen Interessen bestmöglich in Einklang? Wir wollen den Betroffenen eine ganz konkrete Hoffnung, einen klaren Fahrplan für die Zukunft ihrer Heimat geben. Der Ministerrat hat umgehend nach der Katastrophe unbürokratische Soforthilfen gemeinsam mit dem Bund in dreistelliger Millionenhöhe an Privathaushalte, Betriebe, aber auch an Kommunen ausgezahlt. Und mit der Aufbauhilfe 2021 geben Bund und Länder den Menschen die Sicherheit, dass sie langfristig unterstützt werden. Es ist die meistgesprochene Sache, dass die Menschen sagen, wir haben Angst, dass wir verlassen werden und dass wir keine dauerhafte, langfristige Hilfe haben. Das Aufbauhilfegesetz ist die Grundlage dafür, dass wir eine gute Zukunft für die betroffenen Regionen schaffen können. Und die materiellen Schäden sind so immens, dass einzelne Bundesländer es schlicht und ergreifend alleine überhaupt nicht bewältigen können. Um Ihnen noch mal ein Bild zu geben, allein das Beseitigen von den Müllbergen, von Schlamm, von Hausrat, von Schrott, allein das kostet in Rheinland-Pfalz weit über eine halbe Milliarde. Aufbauhilfen von 30 Milliarden Euro sind eine bisher nie dagewesene Summe für solche Ereignisse. Und ich bin der Bundeskanzlerin, ich bin dem Bundesfinanzminister auch einig darin, dass in dieser Situation der investierende Staat, der ermöglichende Staat gefragt ist. Die Gelder sollen den Menschen die Möglichkeit nämlich geben, ihre Heimat wieder aufbauen zu können. Schnelle, passgenaue Hilfen stehen an allererster Stelle. Doch auch bei Hochwasserschutz, Besiedlung und Bauen wird das Wörtchen Nachhaltigkeit und vor allem seine Bedeutung ein ganz, ganz wichtiger Maßstab sein. Ich weiß, dass die betroffenen Menschen sich wünschen, sofort Geld aus dem Aufbaufonds zu bekommen, um ihr Haus wieder aufzubauen, ihre verwüstete Wohnung zu sanieren und ihren Betrieb wieder aufzubauen. Und ich versichere Ihnen, wir arbeiten rund um die Uhr daran. Aber bei 30 Milliarden Euro, auch das will ich sagen, Steuergeld, müssen wir auch sicherstellen, dass das Geld dahin kommt, wo es eben auch gebraucht wird. Als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz danke ich Ihnen, sehr verehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, dass Sie mit dieser heutigen Sondersitzung so schnell und so zügig die Gesetzgebung auf den Weg gebracht haben. Und ich danke der Bundesregierung für ihre Unterstützung und für die wirklich sehr, sehr gute Zusammenarbeit in diesen Wochen. Der Vizekanzler war sehr schnell auch in unserer Region. Die Bundeskanzlerin war da und wir waren im permanenten Austausch und Kontakt, damit wir diesen großen Fonds auch auf den Weg bringen können. Und da will ich natürlich auch meinen Ministerpräsidenten-Kollegen und meiner Ministerpräsidentin-Kollegin ganz, ganz herzlich danken. Denn Sie müssen auch noch mal realisieren, es ist gar keine Selbstverständlichkeit, dass die Bundesländer, die gar nicht betroffen sind, sich trotzdem solidarisch an einem riesigen Aufbaufonds dieses Volumens einfach so beteiligen. Und Herr Laschet hat es schon gesagt, es hat für Sie niemals in Frage gestanden. Die klare Solidarität und tatkräftige Unterstützung, die Rheinland-Pfalz aus dem Kreis der Länder und des Bundes erfährt, berührt uns sehr. Und der kooperative und solidarische Föderalismus zeigt noch einmal auch heute sich als wichtiges Rückgrat der Bundesrepublik Deutschland. Ich will zum Abschluss noch drei Dinge ganz kurz sagen. Die Aufgaben der Zukunft sind total klar beschrieben. Wir werden selbstverständlich die Abläufe der Flutnacht analysieren. Wir werden auch und müssen auch Hochwasser- und Katastrophenschutz weiterentwickeln. Und schließlich von der Wissenschaft, von vielen Kollegen hier im Bundestag wurde es gesagt und den meisten hier im Haus, ist es doch unbestritten, dass der Klimawandel die Entstehung von Extremwetterereignissen begünstigt. Wir müssen noch viel mehr Anstrengungen unternehmen, um ihn zu begrenzen. Und das geht nur gemeinsam als Verantwortungsgemeinschaft aller Bundesländer und des Bundes. Aber natürlich auch darüber hinaus
von den Fluten am 14. und 15. Juli waren nicht nur Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen betroffen, sondern eben auch unsere europäischen Freunde. In Belgien waren 36 Todesopfer zu beklagen. In Luxemburg wurde die historische Altstadt getroffen. In den Niederlanden wurde für die Region Limburg der Notstand ausgerufen. Der Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe, die keine Grenze und keine Nationen kennt. Und vor allem erduldet keinen Aufschub. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich. Und ich freue mich darauf, dass wir auch dieses Thema miteinander gestalten können. Heute, diese Verabschiedung oder die Gesetzgebung, die heute auf den Weg gebracht hat, ist ein starkes Signal an alle Betroffenen, dass wir an ihrer Seite bleiben. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Peter Böhringer für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Unwetterkatastrophe im Juli hat Teile Deutschlands hart getroffen. Über 190 Todesopfer sind zu beklagen. Klar ist, in den Tagen nach der Flut wurde viel zu wenig Hilfe in die betroffenen Regionen geschickt. Die Politik hat die Menschen dort zunächst sehr allein gelassen. Die AfD-Fraktion hatte schon am 19. Juli, also vor vollen 5 Wochen, eine sofortige Sondersitzung des Bundestags gefordert, sowie auch damals schon die Freigabe signifikanter Hilfsgelder. Diese Sondersitzung lehnten alle anderen Fraktionen ab, nur um sich heute näher am Wahltermin als großzügige Retter präsentieren zu können. Dabei hatte das BMF zunächst nur vage Zusagen über völlig ungenügende 400 Millionen Euro gegeben, die der Bund in Kofinanzierung mit den Ländern freigeben wollte. Die heute zur Debatte stehende Summe ist nun dagegen gewaltig. Nun sind es urplötzlich 30 Milliarden, davon 16 Milliarden vom Bund. Die AfD-Fraktion begrüßt zwar das Umdenken der Bundesregierung, wir kommen aber nicht umhin festzustellen, dass es wohl ohne den Bundestagswahltermin nicht zu einer Versiebzigfachung der Hilfsmittel gegenüber dem ursprünglichen Ansatz gekommen wäre. Nur in Wahlzeiten denkt die Bundesregierung auch mal an die eigenen Leute. Das allein wäre ja schlimm genug. Richtig ärgerlich wird es allerdings, und wir haben das heute oft gehört, wenn die Bundesregierung und viele Vertreter der Altparteien diese Katastrophe dann noch für ihre politische Klimaagenda instrumentalisieren. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesem Extremwetterereignis und von Menschen verursachten CO2-Emissionen, fast wörtlich entgegen dem, was wir eben gehört haben. Sogar die Bundesbehörde, Deutscher Wetterdienst, sagte ganz klar, Zitat, ein solches regionales Ereignis ist Wetter. Die Behauptung, der Klimawandel sei schuld, ist nicht haltbar. Das war ein Zitat ihrer eigenen Behörde. Das hielt aber Frau Merkel nicht davon ab, nach dem Wetterphänomen der Flut ideologisch abwegig zu fordern, wir müssen schneller werden im Kampf gegen den Klimawandel. Herr Söder nannte die Überschwemmungen faktenfrei einen Klimaweckruf der Natur, obwohl es in der Geschichte des Ahrtals, Frau Dreyer, Sie sollten das auch wissen, lange vor der Industrialisierung viele höhere Hochwasser gegeben hat. Auch der zweitgrößte Alarmist der CSU, Herr Seehofer, erklärte in der Bild, diese extremen Wetterkapriolen sind die Folgen des Klimawandels. Obwohl gerade die offiziellen Klimamodelle eher eine Abnahme von Überschwemmungen in Europa voraussagten. Das war die Voraussage seither und immer noch eigentlich. Auch Kollegin Göring-Eckardt schwadroniert frei, das sind Auswirkungen der Klimakatastrophe, ebenso eben Herr Hofreiter. Und Herr Laschet, wenn er noch da ist, meinte bei seinem gut gelaunt lachenden Interview im Flutgebiet, wir brauchen beim Klimaschutz mehr Tempo. Und auch Herr Scholz hat eben diesen Klimamythos bedient. Also sind alle beieinander. Meine Damen und Herren, hören Sie bitte endlich auf, diese antiwissenschaftliche Instrumentalisierung eines Wetterereignisses aus rein ideologischen Gründen ist schäbig, auch gegenüber den Opfern. Nun also 16 Bundesmilliarden für deutsche Flutopfer. Dem verschließt sich die AfD natürlich nicht. Wir erwarten allerdings einen sehr signifikanten Beitrag der EU aus deren Naturkatastrophenfonds, der wie alle EU-Töpfe ja vor allem durch deutsches Geld gespeist wird.
Das Bundesfinanzministerium erwartet bislang, wir haben nachgefragt, nur lächerliche 500 Millionen Euro aus diesem Solidaritätsfonds. Das entspricht etwa 1,5% der Schäden, und das ist zu wenig. Italien etwa wurden bei Erdbeben und Hochwasser der letzten Jahre über 5%, mehr als das Dreifache seiner Schäden, von der EU erstattet. Es ist wie immer in der EU, Deutschland würde viel besser fahren, wenn wir nie in solche Töpfe einzahlten und alles national regelten. Weiterhin muss die Bundesregierung sicherstellen, dass alle Mittel aus dem Aufbaufonds tatsächlich in den Flutgebieten bei den Geschädigten direkt ankommen und nicht etwa für versteckte CO2-Ideologieprojekte zweckentfremdet werden. Eigentlich ist das eine triviale Forderung, aber wir haben hier unsere schlechten Erfahrungen gemacht und haben darum diese Forderung auch in unseren Antrag aufgenommen. Tja, und zuletzt, keiner hat bis jetzt davon geredet, noch zu Artikel 12 des heutigen Aufbauhilfegesetzes, so heißt es ja, Flutgesetz. Schon zum wiederholten Mal schmuggelt die Bundesregierung sachfremd eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes in ein völlig anderes Gesetz. Warum tun Sie das eigentlich? Glauben Sie, dass es niemand merkt? Dass niemand merkt, wie in diesem Land Schritt für Schritt der juristisch verfügte Gesundheitsnotstand zur Normalität gemacht wird? Herr Spahn ist nicht mal hier. Wie sehr Sie inzwischen die realen Gefahren aus den Augen verlieren, sieht man daran, dass Sie ernsthaft einen Impfbus ins Ahrtal entsendet haben. Als ob die Menschen da draußen keine ganz anderen Sorgen als Corona hätten. Als ob da draußen wirklich die Pest wüten würde, was natürlich nicht der Fall war. Falls ich Sie jetzt falsch angeschaut habe, Frau Dreyer, wahrscheinlich war es ein Bundesbus, das macht es aber nicht besser. Okay. Und im Übrigen bleibt noch festzuhalten, Ungeimpfte stellen keinerlei Gefahr für Geimpfte dar, und auch Geimpfte können die Krankheit übertragen. Es darf darum in diesem Land keine Zweiklassengesellschaft bei Grundrechten geben. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Christian Haase für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Bilder werden uns nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Die Bilder von der Flut aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und anderen Ländern. Bilder von Naturgewalten, die blanke Zerstörung und unendliches Leid für die Betroffenen hinterließen. Bilder, die nur erahnen lassen, dass hier viel Zeit und Geld gebraucht werden wird, um zumindest die materiellen Schäden wieder instand zu setzen. Meine Damen und Herren, diese Mammutaufgabe kann uns nur gemeinsam gelingen. Und damit meine ich sowohl die betroffenen Menschen als auch die verschiedenen Entscheidungsebenen in Kommunen, Bund und Ländern. Aber es gibt auch in der Not Positives. Noch größer als die Flutwelle war die Welle an Solidarität und Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung und von Rettungs- und Hilfsdiensten aus dem ganzen Land. Ich möchte hier von 4 Aktionen aus meinem Wahlkreis berichten. Bauunternehmen sind in die Katastrophengebiete gefahren, für mehrere Tage mit Power und schwerem Gerät. DRK, THW und Feuerwehr aus den Kreisen Höxter und Lippe sind vor Ort im Einsatz gewesen. Bundeswehrkräfte aus der Region haben im wahrsten Sinne des Wortes Pionierarbeit geleistet. Transporte mit Sachspenden und gesammelten Geldspenden wurden übergeben. In meinen Gesprächen wird über Betroffenheit, über das Ausmaß der Schäden, aber auch über Dankbarkeit für jede helfende Hand berichtet. Die Kräfte vor Ort haben pragmatisch zusammengearbeitet, Eindrücke gemeinsam verarbeitet und kurze Entscheidungswege genutzt. Meine Damen und Herren, ich sehe da keinen Riss in der Gesellschaft, der von manchen in diesem Hohen Hause hervorbeschworen wird. Ich sehe funktionierende Rettungs- und Katastrophenhilfe, engagierten Mittelstand und eine solidarische Zivilgesellschaft. Unser Dank gilt allen Helferinnen und Helfern. Meine Damen und Herren, seit langem setze ich mich für die Einführung einer allgemeinen einjährigen Dienstpflicht für junge Erwachsene ein. Soziale und karitative Einrichtungen können jede Unterstützung gebrauchen, genau wie die Organisation des Zivil- und Katastrophenschutzes. Gleichzeitig bringt es auch etwas für die teilnehmenden jungen Leute, erstens gebraucht zu werden und zweitens der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Davon bin ich tief überzeugt. Auch darüber sollten wir nach der Schadensbeseitigung reden. Kommen wir nun zum Fluthilfefonds. Er setzt genau dort an, wo nun eine doppelte Herausforderung ansteht. Es ist der
Akt aus akuter Lagebewältigung und langfristigen Entscheidungen den Kommunen vor Ort nun stemmen müssen. Die zugesagten Mittel in Höhe von 30 Milliarden Euro des Wiederaufbaufonds sind ein wichtiges Signal für die Menschen und Kommunen vor Ort. Wir möchten euch sagen, ihr seid nicht allein, wir lassen euch nicht im Stich, wir kriegen das zusammen hin. Und ich danke Armin Laschet, dass er in seinem 100-Tage-Programm das Thema Planungsbeschleunigung auf die Agenda gehoben hat. Es hilft den betroffenen Kommunen nur Geld, dessen Einsatz nicht an komplizierten Rahmenbedingungen scheitert. Sie können sich vorstellen, eine Brücke, die für jetzt einen Durchlass von 2 Meter hatte, muss demnächst einen von 3 Meter haben. Das dauert in Deutschland in der Regel 10 Jahre. Das können wir uns an dieser Stelle nicht leisten. Abschließend, es ist toll, wie schnell und unbürokratisch die Soforthilfen ausgezahlt und abgewickelt wurden. Nordrhein-Westfalen hat schnell einen Sonderbeauftragten zur Koordinierung eingesetzt. Und so muss es sein. Hand in Hand, besonders auf der planerischen Ebene. Unser Land ist stark. Gemeinsam bekommen wir das hin. In Nordrhein-Westfalen haben wir die kommunalfreundlichste Regierung seit Jahrzehnten. Und auch der Bund hat da in den letzten Jahren nicht zurückgestanden. Armin Laschet wird die kommunalfreundliche Politik des Bundes fortsetzen. Herzlichen Dank. Herr Kantemeyer. Das Rednerpult wird vorbereitet für den Kollegen Otto Frick, FDP. Und jetzt hat er das Wort. Geschätzter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, um es vorweg zu sagen. Es ist gut, dass die Bundesregierung in der Lage war, dieses Gesetzespaket, dieses Artikelgesetz mit 12 Artikeln, wir hoffen, es wird sogar noch ein bisschen mehr, hinzubekommen. Denn was ist die Aufgabe von uns allen Politikern? Am Ende in einer sozialen Marktwirtschaft doch immer dafür zu sorgen, dass da, wo privat nicht helfen kann, obwohl so viel getan wurde, der Staat hilft. Und es ist viel darüber geredet worden, dass den Betroffenen geholfen wird. Es gibt aber eine zweite Gruppe, die Angst hat, und auch an die müssen wir denken. Und das wäre mir sehr wichtig, Frau Ministerpräsidentin und Herr Finanzminister, wenn Sie vielleicht auch den Volksvertretern zuhören würden. Sie wollen ja später auch mal dem Volk sicherlich zuhören. Dann sind es diejenigen, die jetzt die Angst haben, dass sie in Zukunft von einem solchen Ereignis betroffen sind. Und da wir einen Klimawandel haben, müssen wir neben der Frage der Hilfe für die Akutbetroffenen, auch denen, die betroffen sein könnten, klar machen, wir denken auch an euch. Hier haben Sie die FDP an Ihrer Seite. Und meine Damen und Herren, wann immer wir uns mit der Frage der Probleme und Krisen in unserem Staat in der letzten Zeit beschäftigt haben, dann habe ich immer so ein bisschen als alter Shakespeare-Fan das Gefühl, wie es bei den lustigen Windsors so ist und wie ironischerweise ausgerechnet Frau Fluth sagt, dass der Grundsatz besser 3 Stunden zu früh als 1 Minute zu spät bei dieser Großen Koalition leider nie gegolten hat. Man kann das aktuell ganz deutlich am Cell Broadcasting sehen. Über Jahre haben alle gesagt, jetzt macht es doch mal. Und in dieser Regierung, das hat man auch bei Afghanistan wieder gemerkt, jedes Haus hat irgendeinen anderen Grund, warum irgendetwas wo doch nicht funktionieren kann. Ich hoffe, dass wir das jetzt durchbekommen. Wenn Sie sich angucken beim Katastrophenschutz, ich habe das Gefühl, alle waren guten Willens. Aber es waren viele zuständig, aber keiner entscheidend verantwortlich. Auch das müssen wir in Zukunft klarer regeln, wie das dann zwischen Ländern und Bund aussieht. Das wird die nächste Regierung hoffentlich gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten und dann durch den Gesetzgeber klären. Nächster Punkt, meine Damen und Herren. Bei der Frage, wie das nun finanziert wird, könnten Sie jetzt sagen, jetzt kommt der kleingeistige Haushälter und fängt an nachzurechnen. Nein, der fängt nur nachzurechnen an, dann, wenn nicht so eine Aussage käme wie von Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, dass man eben auch gucken muss, dass es da ankommen muss, wo es hingehört und wo es gebraucht wird. Und deswegen bin ich da froh. Aber bei der Frage, warum, ich sage das nur mal am Rande, der Bund die Bundesstraßen alleine finanziert, das Land aber die Landstraßen hälftig vom Bund mitfinanziert bekommt, könnte man auch diskutieren, ob das alle in der Aufteilung richtig ist. Aber stellen wir das mal dahin. Dann möchte ich einen zweiten Punkt doch noch mal klar machen mit den 3 Stunden zu früh und der 1 Minute zu spät. In diesem Gesetzentwurf sind 2 Artikel drin, die sich mit dem Bundesfernstraßengesetz und mit dem Bundeseisenbahngesetz beschäftigen. Die sind im Grundsatz auch gut, weil sie auf einmal das ermöglichen, was sonst in diesem Hohen Hause von der Großen Koalition und insbesondere von den Grünen immer wieder verwehrt wurde, nämlich Planungsbeschleunigung. Und zwar wie?
in dem gesagt wird, dort, wo durch diese Katastrophe das Problem entsteht, dass man Fernstraßen und Eisenbahnen neu machen will, da kann man dann planungsmäßig beschleunigen. Da ist es keine wesentliche Änderung, selbst wenn es eine gewisse Grundrissveränderung etc. gibt. Ich habe hier eine Bitte nochmal an beide, weil ich doch weiß, an welcher Stelle das entschieden wird. Diese Artikel sagen bisher nur, dass diese Möglichkeiten an der Stelle bestehen, wo die Katastrophe zugeschlagen hat. Aber es kann doch nicht sein, dass im Ahrtal das dann möglich ist und drei Täler, vier Täler weiter, wo die Katastrophe nicht so stark dieses Mal eingeschlagen hat. Und wir haben einen Klimawandel und deswegen wissen wir, dass es häufiger einschlagen wird, dass das da nicht möglich ist. Deswegen bitte ich darum, dass Sie noch mal in sich gehen, liebe Koalition, liebe Regierung, und sagen, das gilt überall dort, wo genau diese Gefahren auch in Zukunft bestehen. Denn wir denken nicht nur an die, die schon Opfer gewesen sind, sondern wir wollen es verhindern, dass auch andere noch Opfer werden. Denn dann sind wir 3 Stunden zu früh und nicht eine Minute zu spät. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Oliver Grisser, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Ihnen, Frau Ministerpräsidentin Dreyer, ausdrücklich dafür dankbar, dass Sie hier das menschliche Leid geschildert hat, weil das, was man in den Flutregionen erleben musste, welche Bilder man sehen musste, was die Menschen erlebt haben, das wird uns in den Regionen noch lange beschäftigen. Und was wir hier tun können, und da bin ich froh, dass die Bundesregierung diesen Schritt geht, wir gehen ihn mit, dass man deutlich das Signal setzt, wenigstens die finanziellen Folgen wollen wir abmildern, den Wiederaufbau leisten. Das ist ein gutes Signal in die Regionen. Man muss aber auch sagen, die eigentliche Herausforderung ist nicht das jetzt, sondern ist die, dass wir nicht nächstes oder übernächstes Jahr hier wieder stehen und die gleichen Fragen wieder diskutieren. Neben der akuten Aufbauhilfe, die wichtig und entscheidend ist, ist es ganz wichtig, auch die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Viele haben das Thema Warnung angesprochen. Ich glaube nicht, dass es mit Cell Broadcasting und Sirenen getan ist. Wir brauchen eine andere Aufstellung des Katastrophenschutzes. Wir müssen darüber reden, dass die Botschaften und Warnungen bei den Menschen ankommen. Denn das habe ich in den Flutgebieten überall gehört. Wenn wir gewusst hätten, wie schlimm es wird, dann hätten wir viel mehr noch tun können, viel mehr noch retten können. Und das muss anders werden. Und meine Damen und Herren, wir brauchen Hochwasservorsorge. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass wir jeden Kubikmeter nicht nur an den großen Flüssen, sondern auch in den Mittelgebirgen, in der Landschaft, im Gelände halten. Und das bedeutet vor allen Dingen mehr Natur. Das bedeutet weniger Zersiedlung und Bebauung und Betonierung. Das bedeutet Wiedervernässung. Das bedeutet an der Stelle gesunde und erhaltenswerte Wälder. Und meine Damen und Herren, Herr Laschet, der ist jetzt nicht mehr hier. Da hat leider Nordrhein-Westfalen sich in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert. Auch das muss man sagen. Hier ist Hochwasservorsorge sträflich vernachlässigt worden. Das muss sich ändern auf allen politischen Ebenen. Und meine Damen und Herren, worum es natürlich dann ganz zentral geht, ist, dass wir alles dafür tun, dass die Wahrscheinlichkeit, die Zahl dieser Extremwetter und ihr Ausmaß reduziert werden. Und dafür brauchen wir endlich engagierten Klimaschutz. Wir haben im Moment diese Katastrophe bei gut 1 Grad Temperaturerwärmung auf der Welt. Was ist, wenn, wie die Wissenschaft uns sagt, wir am Ende des Jahrhunderts, und das werden unsere Kinder erleben, wir 3 bis 4 Grad haben werden, wenn wir so weitermachen? Das darf nicht sein. Und Herr Scholz, Herr Laschet, wenn er da wäre, wer soll Ihnen eigentlich glauben, nach den Ankündigungen, die wir jetzt wieder zum Klimaschutz gehört haben? Sie regieren hier seit 16 Jahren, die SPD noch länger. Es hat 100 Weckrufe und Anlässe gegeben, mehr Klimaschutz zu machen. Sie haben es nicht getan. Meine Damen und Herren, ich habe aufgegeben, dass Sie diesen Anlass dazu nehmen werden, Klimaschutz, ernsthaften Klimaschutz zu machen. Deshalb braucht es hier eine andere Verantwortung in der Bundesrepublik Deutschland. Dankeschön.
Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Brehm, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen und auch in Bayern hat uns zutiefst erschüttert. Wir mussten fassungslos mit ansehen, wie über 180 Menschen verstarben. Wir sind in Gedanken bei den Familien und möchten uns auch von hier aus vom Deutschen Bundestag unsere tiefe Anteilnahme aussprechen. Und wir mussten zusehen, wie unzählige Menschen alles verloren haben, wie binnen kürzester Zeit Lebenswerke zerstört werden, die die betroffenen Personen über eine lange Zeit aufgebaut haben. Und das hat nicht nur finanzielle Lücken gerissen, sondern die Menschen vor Ort zutiefst seelisch belastet. Die Flut war extrem. Dort, wo Messeinrichtungen funktioniert haben und noch standen, lag der Messwert bisweilen über mehr als 50% über dem Höchstwert der letzten 75 Jahre. Und ich kann nur sagen, hier als Deutscher Bundestag, wir lassen Sie nicht alleine, denn wir werden helfen mit diesem Fluthilfefonds heute. Und das ist das Signal, was wir aussenden vom Deutschen Bundestag heute. Und selbstverständlich haben wir eine Sondersitzung gemacht, um diese zweite Stufe der Hilfe zu machen, nach der ersten Stufe der Soforthilfe. Und wir werden schnell handeln, indem wir heute die erste Lesung haben und am 7. September dann abschließen mit dem Gesetz und am 10. September im Bundesrat. Also auch hier gibt es eine schnelle Hilfe. Und ich möchte Danke sagen, Danke an die vielen Helferinnen und Helfer von Polizei, Bundeswehr, Verwaltung, Hilfsorganisationen, THW, Rotes Kreuz, Johanniter und viele, viele andere. Aber auch Danke sagen für die vielen privaten Initiativen von Handwerkern, von Privatleuten. Dieses Engagement hat gezeigt, dass unserem Land zusammengehalten wird und dass wir dort helfen, wo es dringend notwendig ist. Danke von ganzem Herzen an alle Beteiligten und Gottes Segen für die Betroffenen. Und so wie die Flut das uns bekannte Maß massiv überschritten hat, so muss auch unsere Hilfsbereitschaft einen deutlichen größeren Schritt machen als bisher. Bisher hatten wir immer Flutfonds von 8 Milliarden Euro, so war der letzte gestaltet. Heute bringen wir den Fluthilfefonds mit 30 Milliarden Euro für die Länder Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern auf dem Weg. Übrigens auch wichtig, eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis 31.01.2022 und einen Pfändungsschutz für Privatleute. Auch das ist ein wichtiges und notwendiges Signal. Und wir werden sicherstellen, dass dieser Fonds bei den Privathaushalten und bei den Unternehmern, bei den Vereinen und den Betroffenen schnell und unbürokratisch ankommt. Und es ist übrigens für alle, die im Juli geschädigt wurden. Und hier möchte ich aus bayerischer Sicht noch eine Besonderheit mit einbringen. Es sei mir erlaubt in der Debatte. Es gibt eine Stadt in Bayern, Landshut, die ein Hochwasser erlebt hat am 29.06., also unmittelbar vor Juli. Und ich bitte auch diese, natürlich die im engen Zusammenhang mit der gesamten Fluthilfe steht, auch mit aufzunehmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden mit diesem Fonds die Infrastruktur wieder aufbauen. Und wir flankieren es mit einer Regelung, dass es bei dem Wiederaufbau zu keinen neuen Planfeststellungsverfahren kommen muss, auch wenn übrigens nicht 1:1 aufgebaut wird, sondern wenn vielleicht ein Stück mehr Hochwasserschutz, ein Stück mehr Klimaschutz in die neuen Gebäudlichkeiten, in die neue Infrastruktur kommt. Das ist wichtig übrigens für die Planungsverfahren, die sonst sehr, sehr lange dauern. Und wir müssen natürlich den Hochwasserschutz verbessern. Und lieber Herr Kollege Krischer, das will ich jetzt schon noch am Schluss sagen. Sie machen NRW verantwortlich, dass hier kein Hochwasserschutz gemacht worden ist. Der Ministerpräsident ist seit 4 Jahren im Amt. Und wenn Sie wissen, wie lang die Planungsverfahren dauern, wer hat denn die Verantwortung getragen? Rot-Grün war das. Und Sie haben gar nichts gemacht in Nordrhein-Westfalen. Gar nichts. Und die Folge von Ihrem schlechten Handeln ist jetzt zu spüren in diesem Land. Und Armin Laschet packt das an und setzt es um. Auch das muss man an dieser Debatte auch mal sagen. Also seien Sie nicht so scheinheilig, sondern graben Sie vor Ihrem eigenen Haus und kehren Sie vor Ihrem eigenen Haus. Sie blockieren die vielen Planungsverfahren und Sie haben blockiert in NRW, dass hier was vorangegangen ist. Herzlichen Dank. Dr. Lukas Köhler, FDP.
ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Präsident, Sie haben heute in Ihrer Begrüßung drei Themen angesprochen. Und Sie haben auf alle diese drei in Ihrer Dimension jeweils schrecklichen Ereignisse hingewiesen. Ich glaube, man kann einen roten Faden, traurigerweise einen roten Faden finden, der sich durch diese drei Themengebiete zieht. Und das ist die Frage, wie handlungsfähig ist eigentlich der Staat in Deutschland? Und diese Handlungsfähigkeit, die steht leider im Moment nicht nur im Bereich der epidemischen Lage, nicht nur im Bereich von Afghanistan, sondern leider auch im Bereich des Klimaschutzes, aber vor allen Dingen in der Klimaanpassung so in Frage, dass es eine neue Denkweise braucht. Es gibt so viel zu tun in unserem Land, dass wir nicht mehr die Augen davor verschließen können, da möglichst schnell, vor allen Dingen möglichst effizient zu werden. Diese Frage der Handlungsfähigkeit ist ganz eng damit verknüpft, wie gehen wir eigentlich vor? Und es geht ein Gespenst in Deutschland um. Es geht ein Gespenst um, und dieses Gespenst heißt Effizienz. Es scheint Angst zu geben in Deutschland, Angst davor, dass wir effizient und schnell handeln. Und das Schlimmste ist, keine Sorge, ich antworte Ende nicht mit Proletariat aller Länder, vereinigt euch. Das Schlimmste an dieser Idee ist, in dieser Angst, ist, dass wir uns zurücknehmen, und zwar unbewusst, ohne dass wir eigentlich wirklich dem Staat schaden wollen. Denn ich denke nicht, dass es an den Beamtinnen und Beamten liegt. Es liegt vor allen Dingen nicht an den vielen tollen Helferinnen und Helfern. Und Frau Dreyer, Sie haben das, finde ich, sehr, sehr schön dargestellt, wie viel Solidarität es in Deutschland gibt. Und dafür müssen wir dankbar sein. Und ich glaube, diese Menschen, das sind alles Leute, die wollen, dass es schnell vorwärts geht in Deutschland. Das sind aber auch alles Leute, die erwartet hätten, dass, wenn die Bundesregierung im letzten Jahr 30 Millionen Euro für Klimaanpassung in den Haushalt einstellt, dass dann mehr als 0 Euro davon abgerufen werden. Die hätten erwartet, dass die Gelder, die wir auch im Vorfeld für Klimaanpassung ausgeben wollen, dass die effizient evaluiert werden. Die würden erwarten, dass sie nicht erst solidarisch werden müssen, wenn es zu spät ist, sondern die hätten erwartet, dass eine Bundesregierung es hinbekommt, dass wir effizient, schnell und handlungsfähig in Deutschland werden. Und wir legen das in unserem Antrag vor, wie das gehen kann. Wir legen mal 10 Punkte vor. Wir sehen 10 richtungsweisende Ideen vor, wie wir schnell und effizient handlungsfähig werden können. Da gehört die Digitalisierung dazu. Da gehört die Frage, wie wir den Ausbau beschleunigen, dazu. Die Planfeststellungsverfahren, Herr Laschet, die Sie angesprochen haben, die sind ja richtig. Aber warum haben wir davon nichts gesehen? Sie hatten 4 Jahre Zeit, Sie hatten noch viel länger Zeit, da schneller zu werden. Und nichts davon hat geklappt, nichts ist passiert. Ich glaube, wir können und wir müssen Klimaschutz und Klimaanpassung miteinander denken. Wir müssen sie verbinden. Dazu braucht es aber einen klaren Plan. Den sehe ich leider noch nicht. Ich hoffe darauf, dass Sie unserem Antrag zustimmen, weil dann haben Sie einen. Vielen Dank. Sebastian Hartmann, SPD. Ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 14. Juli, den werden wir nicht zu schnell vergessen, als ein unvorstellbares Unwetter Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, aber auch meine Heimat, den Rhein-Sieg-Kreis, direkt getroffen hat, meiner nächsten Nachbarkommune und dem angrenzenden Ort 9 Menschen ums Leben gekommen sind, viele Menschen verletzt worden sind und Hunderte von Menschen traumatisiert zurückgeblieben sind. Es ist ein starkes Signal, Herr Vizekanzler, dass wir alles das, was wir an Geld aufwiegen können, in Geld auch bezahlen. Ein starkes Signal, dass wir hier im Deutschen Bundestag über die demokratische Fraktion hinweg das Geld mobilisieren, was man in dieser Situation mobilisieren kann. Aber, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir müssen auch schauen, dass das ein Katastrophensommer ist. Genauso wie der Kollege aus Bayern es angesprochen hat, dass auch wenige Tage zuvor in Bayern ein Unwetter war, so gab es auch 40 Tage davor schon in der Heimat
Rhein-Sieg-Kreis in der Stadt Hennef ein solches Unwetter mit einem Starkregenereignis. Und ich hätte mir die Worte Armin Laschets, der leider nicht mehr da ist, auch gewünscht, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hennef in meinem Wahlkreis gegenüber, die eigentlich nur Absagen bekommen haben und lange und bürokratisch verfahren. Lassen Sie uns auf Ebene der Länder und lassen Sie uns im Bund deutlich machen, da wo solche Unwetter sind, genauso wie in Bayern, genauso wie im Rhein-Sieg-Kreis, müssen auch die Landesregierung, ich appelliere an Nordrhein-Westfalen, einfache Verfahren ermöglichen, weil die Bürgerinnen und Bürger vor dem blanken Nichts stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein zweiter Punkt wird bei diesem Unwetter nie vergessen werden. Auf der einen Seite die unermessliche Zerstörung an Infrastruktur, an Gebäuden, was alles verloren gegangen ist. Aber ein Bild, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, als die Bundeskanzlerin und Sie, Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer, gemeinsam die A besucht haben. Sie haben sich gegenseitig gestützt. Und das ist ein Symbol der Solidarität in der Krise, liebe Kolleginnen und Kollegen. Über jede Partei und jede Fraktionsgrenze hinweg tun wir das, was möglich ist, um die Not vor Ort zu lindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Solidarität in der Krise bedeutet auch, dass wir Dank und Anerkennung den Helferinnen und Helfern aussprechen. Egal, ob man über Jahrzehnte in Hilfsorganisationen engagiert war oder sich spontan auf den Weg gemacht hat. Es sind viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht nur ihr Leben riskiert haben, sondern alles aufs Spiel gesetzt haben, als es darum ging, anderen Menschen zu helfen. Und Sie haben einen Anspruch darauf, dass wir als Staat alles mobilisieren in einen modernen Bevölkerungsschutz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen lassen Sie uns nicht nur die Hilfen heute auf den Weg bringen, sondern lassen Sie uns auch in Zukunft deutlich mehr in Warnung, in Sensibilisierung und in einen modernen Katastrophenschutz in Deutschland investieren. Denn wir verlassen uns auf die Helferinnen und Helfer in der Not, viele von ihnen im Ehrenamt, und sie müssen sich auf uns auch verlassen können. Und wir zeigen diese Solidarität auf allen staatlichen Ebenen. Herzlichen Dank. Mechthild Heil, CDU-CSU, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat mein Wahlkreis, meine Heimat, sein Gesicht für immer verloren. Zehntausende Menschen im Ahrtal, in meiner Heimat, haben ihre Heimat verloren, ihre Wohnungen verloren und 134 haben ihr Leben verloren. Und obwohl ich mitten aus dieser Katastrophe komme, will ich heute die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen zusammen nach vorne zu gucken und auch das Gute zu sehen. Ich möchte an erster Stelle den vielen, vielen tausend Helfern danken, die zu uns ins Ahrtal gekommen ist und wirklich mit angepackt haben, die Ärmel hochgekrempelt haben, die mit Schaufeln kamen, mit Eimern kamen, mit Schubkarren kamen, die die Leute in den Arm genommen haben, die getröstet haben, die die Keller leer geräumt haben. Ihnen allen ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ohne Sie hätten wir das nicht geschafft. Es gab da die Helfer mit den Helfer-Shuttles, es wurden Plattformen organisiert, die Betriebe waren da, die großen und kleinen Betriebe mit den schweren Maschinen. Das sind natürlich Bauunternehmer gewesen, genauso wie die Gartenbauer. Das sind die Bauern und ich möchte auch die Winzer nennen. Die Solidarität der Winzer untereinander, das kann man sich gar nicht vorstellen, die waren alle da. Und ich bin mir auch sicher, sie werden die Lese dieses Jahr zusammen einbringen, obwohl die alle zu Hause natürlich auch ihre Weinberge haben. Auch Ihnen ein riesen, riesen Dankeschön. Und natürlich an alle Handwerker. Wir reden hier immer und sagen, man findet in Deutschland keinen Handwerker mehr. Aber wir im Ahrtal haben erlebt, dass unglaublich viele da waren. Handwerker, angefangen von zunächst Elektrikern, dann kamen die Dachdecker, die Klempner waren da, die Heizungsbauer sind da. Und ich bin ihnen allen so dankbar, dass sie bei mir in der Heimat, dass sie im Ahrtal waren. Und ich hoffe auch, dass sie noch lange da bleiben werden und dass die Nächsten auch kommen, die Estrichleger, die Putzer, die Maler und alle die wir noch brauchen. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön.
Und die Kollegen haben es schon gesagt, es gab die professionellen Helfer. Ich brauche es nicht mehr zu wiederholen, aber vielleicht ein Wort. Die Bundeswehr hat bei uns einen Riesenjob gemacht. Sie ist so beliebt, wie es, glaube ich, in der ganzen Region noch nie war. Und wir waren immer schon auf Seiten der Bundeswehr. Ihnen auch einen ganz, ganz großen Dank mit dem Material, was Sie da fahren. Aber auch wirklich, man konnte sehen mit der Ausbildung, die unsere Leute bei der Bundeswehr genossen haben. Die Menschen, diese Menschen, die da sind, die da ins Tal kommen, die zeigen das wirklich die beste Seite von Deutschland, die wir sonst leider viel zu oft sehen. Ohne die Helfer hätte es nicht bei uns funktioniert und ohne die hätten wir alle in der Region auch ein Stück Hoffnung verloren. Und beeindruckend ist, wenn ich jetzt mal auf unsere Leute in den Dörfern gucke und im Tal gucke, der Zusammenhalt in den Orten, mit welchem Mut, mit welcher Zuversicht, mit welcher Tatkraft die Leute ans Werk gehen. Jeden Tag sind sie am Arbeiten und abends wird sich zusammengesetzt. Man hat sich gefunden, man hat neue praktisch Marktplätze geschaffen. Da setzt man sich zusammen, bespricht den Tag, überlegt, was können wir noch tun, wer braucht Hilfe, wie viele Helfer kriegen wir morgen, wo schicken wir die hin. Und die sitzen zusammen und essen. Und ja, die lachen sogar auch zusammen. Und das ist einfach großartig, das zu sehen. Das ist typisch Rheinland. Und dafür mag ich auch meine Leute. Und das machen die alles. Das machen die alles trotz der vielen Tage ohne Wasser, ohne Strom, ohne Telefon. Natürlich waren die Straßen kaputt. Es gab Dorfteile, die man nicht erreicht hat. Ohne Küche, ohne Toilette, das müssen Sie sich vorstellen. Kein Arzt, keine Apotheke und natürlich nicht einfach mal einen Pflegedienst, den Sie einfach anrufen können. Alles wurde in den Orten geregelt, solange noch niemand von außen kommen konnte. Ja, wir nehmen heute viel Geld in die Hand für die erste Lesung. Ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass wir das machen. Aber Geld alleine wird nicht reichen. Wichtig ist, dass wir das Tempo erhöhen. Die Leute bei mir, wir in meiner Heimat, wir wollen wissen, wir brauchen die Information, wer wann was bekommt. Von der Entschädigung, von den 30 Milliarden, die wir jetzt ins Schaufenster stellen. Sonst werden viele die Hoffnung, aber auch das Vertrauen in unseren Staat verlieren. Und die Einsatzleitung in Rheinland-Pfalz, die hat viel Kritik auf sich gezogen. Und ich muss hier sagen, Frau Dreyer, Sie sind da mit Recht, hat sie viel Kritik auf sich gezogen. Vieles läuft einfach vollkommen unkoordiniert, schleppend und auch von oben herab. Nun jetzt, wenn wir das beschlossen haben, wird auch der Einsatz der Flutmittel wieder durch die Landesregierung, wieder durch Frau Dreyer koordiniert werden. Deswegen hier an der Stelle bitte, meine dringende Bitte, Frau Dreyer, das muss nun wirklich effizienter gehen und es muss flexibler erfolgen. Sie haben den Helfern gedankt und ich muss sagen, das finde ich auch wirklich großartig und gut von Ihnen. Aber wo ist Ihre Verantwortung? Was müssen Sie tun? Da haben Sie keine Antwort drauf gegeben, sondern nur verwiesen, was bis jetzt die Ehrenamtlichen und die Freiwilligen alles getan haben. Wir brauchen im Ahrtal wirklich jetzt nicht Verwaltung pur. Wir brauchen noch nicht die Goldrandlösung. Und wir brauchen auch kein Schaulaufen von Ihren Ministern oder von Ihnen, wo keiner offen reden kann. Und ich erlebe das fast wöchentlich mit Ihnen. Keiner darf offen reden, keiner darf den Finger in die Wunde legen. Das ist Ihre Politik. Sie machen Parteipolitik damit auf dem Buckel der Leute, die im Ahrtal sind. Wir brauchen Verwaltungen, die wirklich Dienstleister sind für die Menschen, die schnell entscheiden und die lösungsorientiert entscheiden. Wir brauchen Unterstützung und wir brauchen keine Bevormundung. Vor Ort wissen wir sehr gut, warum wir genau da wohnen und warum wir auch da leben wollen. Und deswegen brauchen wir auch keinen Grünen. Wir brauchen auch keinen Herrn Habeck, der bei uns ins Tal kommt und der dann von oben herab sagt, ihr da unten, ihr vor Ort, euch sollte man die Hoheit wegnehmen, wo genehmigt wird ein Bauvorhaben. Das müssen wir auf eine Ebene höher ziehen. So einen brauchen wir im Ahrtal nicht. Ich bin natürlich für den vorliegenden Gesetzentwurf. Ich begrüße ihn sehr. Ich danke, dass wir hier einen Konsens haben, dass wir das beschließen. Ich danke auch allen Kollegen, die sich gemeldet haben und wirklich geholfen haben, auch in den Flutgebieten. Und ich hoffe, ihr helft auch noch weiter, weil es wird ein langer Ritt. Wir sind heute erst am Anfang und nicht am Ende. Vielen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Detlef Seift, CDU-CSU.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, mit Ihrer Zustimmung zitiere ich zunächst aus dem Kölner Stadtanzeiger bzw. der Kölnischen Rundschau Redakteurin Ramona Hammes. Die Flutnacht, die Sabine Polen mit ihrem Mann Peter Schröder in der ersten Etage ihres Hauses verbracht hat, ist schlimm gewesen. Doch das ganze Ausmaß des Schreckens offenbart erst der folgende Tag für die Familie. Nach Stunden der Suche und der quälenden Ungewissheit wird für sie feststehen: Ihr Vater ist tot. Ihre Nachbarin ist tot. Ein junges Mädchen aus der Verwandtschaft ist tot. Ihr Haus ist zerstört. Das Haus ihres Vaters ist zerstört. Dieses Einzelschicksal macht in besonderer Weise die traurige und belastende Gesamtsituation deutlich. Im Land Nordrhein-Westfalen alleine starben 47 Menschen, darunter 4 Feuerwehrleute im Einsatz. In meinem Wahlkreis gibt es den Tod von 26 Menschen zu beklagen. Nahezu alle Kommunen im Kreise Euskirchen sind schwer betroffen. Das kann man in der Medienberichterstattung nicht nachvollziehen, weil es werden immer nur die Dinge gezeigt, die besonders schwer sind und wo man auch was fürs Auge hat. Aber durch den gesamten Kreis Euskirchen zieht sich eine Schneise der Verwüstung, was man sich gar nicht vorstellen kann. Tausende Menschen sind psychisch extrem belastet. Viele sind traumatisiert. Sei es, weil sie einen lieben Menschen verloren haben oder sahen, wie ein Mensch ums Leben gekommen ist oder dass sie vor dem Wasser geflüchtet sind und stundenlang irgendwo auskauerten und Todesangst hatten. Die Geschäftstätigkeit in den Einkaufsbereichen von Euskirchen, das ist bei uns das Mittelzentrum, von Bad Münstereifel, von Schleiden, von Gemünd und von Kall, wurden quasi über Nacht weggespült. Viele Menschen wurden obdachlos, vielen Unternehmern und Handwerkern wurde die Existenzgrundlage unter den Füßen weggezogen. Die Infrastruktur ist in weiten Teilen zerstört. Die Kinder und Jugendlichen tun mir besonders leid. Gebeutelt durch die Pandemie haben sie sich auf die Schulferien gefreut und finden sich in einem Katastrophenszenario wieder. Beeindruckt haben mich, und das wurde ja auch vorhin vielfach auch wiederholt, aber ich sage an der Stelle auch noch mal, die vielen Helfer aus nah und fern. Vielen Dank an alle Helfer für die großartige Unterstützung und Solidarität. Und jetzt ist schnelle finanzielle Hilfe für die Betroffenen gefragt. Die Soforthilfe war goldrichtig, aber sie gibt natürlich nur an ersten einen kleinen finanziellen Spielraum. Jetzt steht der Wiederaufbau an. Bis zu 80% des Schadens von Privathaushalten, Unternehmen, Landwirten und anderen Einrichtungen wie Vereinen und Stiftungen sollen reguliert werden. Ich setze mich dafür ein, dass in Härtefällen das aber auch durchaus bis zu 100% sein soll. Was wir auf den Weg bringen, hier und heute, ist eine wirklich große und starke Hilfe. In Gesprächen mit Betroffenen stelle ich aber immer wieder fest, die wissen gar nichts davon, was wir hier auf den Weg bringen. Die haben sich teilweise eingeigelt. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass wir vor Ort, auch die Kommunen, jedem Betroffenen klarmachen, hier kommt eine starke staatliche Hilfe. Wer nicht versichert ist und vor den Trümmern seiner Existenz steht, der braucht jetzt ein klares Signal. Und wir sollten das zu ihm bringen, wenn er mental nicht in der Lage ist, zurzeit das aufzunehmen. Meine Damen und Herren, finanzielle Unterstützung führt aber nicht automatisch zum Wiederaufbau. Es stehen große Herausforderungen vor uns. Die Betroffenen müssen erst Unternehmen und Handwerker finden, und es besteht ein hoher Materialbedarf. Das setzt ganz große Anstrengungen voraus. Und hier ein Hinweis an die Grünen, die ja auch einen Antrag eingebracht haben. Wenn Sie sagen, dass wir hier besonders hohe Standards beim Klimaschutz umsetzen sollen und auch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen auf den Weg bringen, kann das am Bedarf der Betroffenen vorbeigehen. Bald ist Winter, Tausende Heizungen sind zerstört. Gehen Sie mal in die betroffenen Gebiete und reden Sie mit den Menschen.
Die Gebäude müssen schnell wieder nutzbar gemacht werden. Modernisierung ohne zeitlichen Verzug in Ordnung. Aber wenn zeitlicher Verzug damit verbunden ist, bitte einen anderen Weg gehen. Das muss auf freiwilliger Basis laufen, und dann ist das auch in Ordnung. Ein Modernisierungszwang würde die Betroffenen hier zusätzlich unter Druck setzen und zu deutlichen Verzögerungen führen. Und das ist klipp und klar abzulehnen. Jetzt sind schnelle Lösungen gefragt und keine Dogmen. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Tagesordnungspunkt 2a. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf der Drucksache 32039 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 2b. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 32089 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 2c. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 32088 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Es gibt auch da keine weiteren Überweisungsvorschläge, sodass wir wie vorgeschlagen verfahren. Tagesordnungspunkt 2d. Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 32084. Hier ist die Federführung strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Ich lasse zuerst über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD abstimmen. Wer stimmt für diesen Vorschlag? Die AfD. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen. Enthaltungen? Keine. Dann ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt dafür? CDU, CSU, SPD, FDP, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die AfD, keine Enthaltung. Die Linke hat auch dafür gestimmt. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Tagesordnungspunkt 2e. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 32043. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktion der CDU, CSU, SPD wünschen Überweisung federführend an den Haushaltsausschuss. Zudem soll der Antrag mitberatend an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und an den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen werden. Nach ständiger Übung stimmen wir zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Die CDU, CSU, die SPD, die Linke, die FDP, die AfD. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Die Grünen. Enthaltungen gibt es keine. Die Überweisung ist so beschlossen. Und damit stimmen wir heute in der Sache nicht über den Antrag auf der Drucksache 32043 ab. Tagesordnungspunkt 2f, Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grünen auf der Drucksache 32041. Die Fraktion Bündnis 90 Grünen wünscht Abstimmung in der Sache. Die Koalitionsfraktionen wünschen Überweisung, und zwar an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit. Ich lasse wieder zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung abstimmen. Wer stimmt für die Ausschussüberweisung? Die Koalitionsfraktionen, die Linke, die FDP, die AfD. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Die Grünen. Die Überweisung ist so beschlossen. In der Sache wird über den Antrag heute nicht abgestimmt. Zusatzpunkt 4. Es wird Überweisung interfraktionell der Vorlage auf Drucksache 31715 an den Haushaltsausschuss vorgeschlagen. Gibt es andere Vorschläge? Ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Zusatzpunkt 5. Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 3280 wird interfraktionell an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Aber die Federführung ist strittig. Die Koalitionsfraktionen wünschen Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Die Fraktion der FDP wünscht Federführung beim Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit. Ich lasse zunächst über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der FDP abstimmen. Wer stimmt dafür? Die FDP, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen. Dann ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt.
Dann lasse ich abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Koalitionsfraktion. Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Die Koalitionsfraktion und die Linke. Wer stimmt und die AfD. Wer stimmt dagegen? Die FDP, Bündnis 90, die Grünen. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Und jetzt